Leute zusammen. Leider haben wir müssen jetzt auf Remote umschalten. Alea, wie geht's dir? Ja, wie es einem so geht, gell? Im Remote-Zustand. Nein, so weit gut. Aber ja, wäre sicher schön, wenn das Leben ein bisschen uneingeschränkter wieder werden würde. Da hätte ich persönlich auch nichts dagegen. Aber ja, nein, den Umständen entsprechend kann ich mich sicher nicht beklagen. Du kannst dich nicht beklagen, du darfst aber auch nicht auf den Fußballplatz. Das ist so ein bisschen die Realität im Moment. Wir wissen, tendenziell müsstest du jetzt schon 3 Matches dabei haben. Nein, es sind gerade rausgeflogen, also 2 Matches. Aber das ist ein Unterschied. Er hat die Vorbereitung gemacht. Die Liga sollte offiziell immer noch in 2 Wochen losgehen. Könntest du in 2 Wochen anfangen zu shooten? Ich glaube, es wäre sehr unwahrscheinlich, dass ich in 2 Wochen. Also können shooten ist immer die Definition, was man denn davon erwartet. Aber nein, natürlich nicht auf dem normalen, gewohnten Level. Wir trainieren seit Mitte Oktober nicht mehr auf dem Fußballplatz oder nicht mehr so, wie man normal würde trainieren. Nein, also von dem her, das mit einbezogen, wäre es sicher undenkbar, in 2 Wochen einen anständigen Match zu liefern. Also, und da müssen wir auch nicht so blauäugig, du zwar schon, das ist halt deine Augenfarbe, aber echt nicht, müssen wir nicht so blauäugig sein und meinen, dass die Saison in 10 Wochen losgeht, oder? Nein, ich glaube, dass sie 2 Wochen losgeht, ist, bin ich der Meinung, dass das zu 100% nicht der Fall wird sein. Wäre natürlich auch schön, wenn Kommunikation dementsprechend ausgesehen würde. Genau, Kommunikation sagt tendenziell eigentlich, dass man anfangs März wird wollen shooten, spätestens an Ostern richtig, aber wenn, hast du das Gefühl, könntet ihr Nationalliga B-Teams, und ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen, wenn dann jemand shootet, dann eher noch maximal, die anderen dann erst nach Ostern, wenn hast du das Gefühl, wäre es realistisch, mit euch zu rechnen? Ja, ich finde es im Moment noch ein bisschen schwierig, um es abzuschätzen, weil sich die Lage aufgrund von Corona irgendwie gefühlt Alltag wieder ändert. Wenn man die Nachrichten so ein bisschen verfolgt, da wieder eine Mutation, dort wieder eine Mutation. Also ich finde es im Moment noch schwierig abzuschätzen. Ich bin der Meinung, dass sehr wahrscheinlich die ganze Einschränkungen, wie sie jetzt bis Ende Februar verhängt worden sind, bis Ende März werden weitergeführt werden vom Bundesrat. Ich kann mir im Moment nichts anderes vorstellen aufgrund von der aktuellen Lage und wenn man sich so ein bisschen, ja, wenn man so ein bisschen sich ins Gedächtnis ruft, wie der Bundesrat so ein bisschen in den letzten Zeiten entschieden hat, bin ich der Meinung, dass sie da so weiterfahren. Das heisst, dann wäre die Frage für mich, eher können wir überhaupt so in einem Monat Mitte März umeinander überhaupt schon trainieren? Ich halte, wenn denn das am wahrscheinlichsten und wenn es ums Spielen geht, glaube ich, dass wir vor April, wenn jetzt wirklich alles im besten Fall verläuft, glaube ich, dass wir Anfang April wieder würden spielen. Aber ich finde auch das fragwürdig im Moment. Ja, ich sage, es ist eine schwierige Situation, oder? Ich meine, das ist ja die Realität jetzt für uns alle. Es ist eine schwierige Situation im Moment. Bei euch ist halt ganz wichtig, der SFV, dass er das signalisiert, leider nicht kommuniziert, aber signalisiert, soweit ich weiß, er will einen Aufsteiger bestimmen. Mit den Absteigern sind sie noch am Schauen, fair wäre es schon, aber mal schauen, ob die erste Liga kann durchgeführt werden. Es gibt im Moment das grosse Rätsel, viele Leute haben das Gefühl, man hat sie ja die Saison schon halbiert, so auf 18 Matches. Das haben wir ja mal in einem Podcast schon besprochen. Aber dann haben sie gemeint, ja gut, 9 Matches länger, das wären noch 2 Matches. Jetzt ist aber klar definiert, nein, es müssen mindestens 13,5, also eigentlich mindestens 14 Matches sein. Was denkst du, 7 Matches noch spielen oder ist die Saison verloren? Ja, also wenn es um meine persönliche Meinung geht, natürlich würde ich gern shooten. Wir haben das gerade diese Woche auch im Team besprochen. Wir würden gerne auf den Fußballplatz und wir würden gerne normal trainieren, wir würden gerne ein Match spielen. Ich glaube einfach, dass unter diesen Voraussetzungen, dass,
dass man jetzt doch schon wieder seit Mitte Oktober, das sind schon wieder 4 Monate, wo man nicht hätte Fußball spielen, wo man nicht hätte normal trainieren, wo man kein Spiel hätte können absolvieren. Wenn man dann wirklich so auf Biegen und Brechen wieder eine Meisterschaft dort lancieren, wo man dann vielleicht 2-3 Wochen Vorlaufzeit hat, wo man in der Mannschaft normal trainieren kann, nach so einer langen Pause, frage ich mich, ob das wirklich Sinn ergibt oder nicht. Ich kann natürlich verstehen, dass es gerade für Teams, die um den Aufstieg spielen, sei es jetzt bei uns oder in der Liga tief oder wo auch immer, dass es für die natürlich frustrierend ist und dass man dort auch versucht, das zu ermöglichen, dass die Teams die Chance bekommen, nachdem sie letztes Jahr schon nicht gehabt haben. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass es, wenn man das um jeden Preis durchdrücken will, weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Wenn sich natürlich die Situation, sage ich jetzt mal, ein bisschen entspannt und das auch zulassen wird, dass man die 7 Matches noch spielt, dann bin ich die Erste, die sagt, ja, mega gern, spielen wir. Aber wenn die Situation so ist wie jetzt, bin ich eher der Meinung, dass man die Saison sollte an den Nagel hängen. Und was würdest du sagen, wenn wir irgendwie 3 Runden hinbekommen oder 4 und dann muss man wieder aufhören, werten, nicht werten? Was denkst du jetzt mal persönlich einschätzen? Ich meine, die 7 Runden könnten sogar eher aufsteigen, wenn es gut läuft. Ja, wenn es sehr gut läuft. Ja, ich meine, auch wenn es 3-4 Matches sind, wo man dann spielen können, grundsätzlich glaube ich, geht es den meisten von uns so, dass sie wahnsinnig gerne Fußball spielen. Und wenn wir die Möglichkeit bekommen, zum Fußball spielen, dann sehr gern. Ich glaube, was im Moment auch ein bisschen schwierig ist, jetzt gerade für Spielerinnen wie uns, wo natürlich immer noch leider im Amateurbereich tätig sind. Das heißt, du hast Spielerinnen, entweder die studieren, aber du hast viele natürlich, die arbeiten. Du hast viele, die einen Job haben. Du hast in den meisten Jobs hast du im Moment sehr starke Einschränkungen, wo du sehr genaue Vorgaben hast, weil du darfst oder nicht darfst Homeoffice, du darfst nicht ins Büro kommen. Wenn du im Büro bist, dann musst du Maske tragen. Und es wird dort eigentlich bei allen relativ fest geschaut. Und ich weiss nicht, wie das dann vereinbar, also ob das vereinbar, also vereinbarbar ist, das ist ein komisches Wort, mit dem, dass dann heisst, ja gut, obwohl man gar kein Geld damit macht und obwohl es eigentlich um nicht wahnsinnig jetzt da um irgendwie darum geht, dass man wahnsinnig viel Sponsoringgelder will verlieren oder weiss auch nicht was, dass man jetzt da ums Verrecken noch spielen muss und die Chance natürlich dann da ist, dass eine Arbeitskraft im Job wegfällt. Ich glaube, das ist vor allem auch ein schwieriges Thema. Ja, ich denke, das wird dann auch das sein, was die meisten Kopfschmerzen wird bereiten, falls wir wieder abschuten. Es kursiert, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben, das Wort Elitefußball. Das ist ein neu kreierter Begriff. Ich weiß nicht, ob vom SFV selber, ob das sonst jemand kreiert hat, aber der SFV braucht es für eure Liga. Es sind nicht Spitzenfußballer, es sind nicht Amateure, es sind Elitefußball. Wie stehst du zu dieser, sagen wir, Neuklassifizierung, Unterklassifizierung und ist das nicht nochmal ein Zeichen dafür, dass man euch damals eben gleich hat müssen in die Spitzenfußballausnahme nehmen? Ich glaube, der Hintergrund, was zu so einer Neustufung von unserer Liga führt, Diskussion dahinter und ich sage jetzt mal, die Wahrnehmung, dass es eben doch kein Amateur, dass es doch keine Amateurliga ist, die zweithöchste Frauenliga der Schweiz, das finde ich schon mal sehr positiv. Was jetzt genau Bedeutung oder Kennzeichen von einer Elite-Liga sind oder nicht, weiß ich persönlich nicht, es würde mich eigentlich noch wundern. Haben Sie auch nicht gesagt, ich habe einfach den Begriff gefunden plötzlich überall die Kommunikation. Ja. Ja, das würde mich noch wundern, was denn eine Elite-Liga ausmacht oder unterscheidet oder was auch immer. Und aber ich glaube schon, dass wir natürlich in unserer Liga
je länger, je mehr mit vielen Teams. Und ich glaube, das sieht man gerade diese Saison auch, weil es ziemlich ausgeglichen ist, vor allem so im vorderen, in der vorderen Hälfte, in der vorderen zwei Drittel. Es ist ja alles, wie du gesagt hast, wir könnten eigentlich immer noch aufsteigen, wenn es jetzt super wird laufen, rein theoretisch. Ich glaube, das zeigt, dass sich die Liga weiterentwickelt und dass sie sich vor allem gegen vorne weiterentwickelt und gegen oben orientiert. Und ich glaube, es gibt immer mehr Teams in unserer Liga, wo die Ambitionen haben, zum Aufsteigen. Und ich glaube, wo das Potenzial auch haben. Und von dem her sehe ich das schon eher so, dass wir näher am Spitzenfußball sind wie am Amateurfußball. Näher am Spitzenfußball und gleich grounded, das muss ärgerlich sein. Weil, ja, man hat das können damals, glaube ich, argumentieren, wenn man die Frauenliga hätte können. Obwohl man ja verzichtet hat, hat man ja den Sommer, wo man da neu verhandelt hat, sozusagen, also, um das zu tun, hat man ja einfach nur die Nazi B können dazu nehmen, hat man nicht gemacht. Und ich glaube, das bereut man auch mittlerweile auf Seite vom SFA, aber das war halt schon wichtig gewesen. Für euch als Zeichen, für euch als Wertschätzung, aber vor allem auch für die Nationalliga B als Ausbildungsliga dann, gell? Ja, ich glaube, das ist das, wo man jetzt auch merkt, oder wo man vielleicht jetzt noch nicht merkt, aber wo man sicher wird merken. Nazi B ist eine Liga, wo es immer wieder Spielerinnen hat, die den Sprung schaffen aus der Nazi B, Nazi A. Es gibt immer mehr Vereine, wo sich auch Spielerinnen bedienen, die in dieser Liga unterwegs sind. Und dementsprechend gebe ich dir absolut recht, dass es mitunter eine Ausbildungsliga ist. Und wenn dir die wegfällt aufgrund von Spielpraxis, wo nicht rum ist, Trainingseinheiten, die nicht gemacht werden können. Und wenn du so einen Stillstand in dieser Liga hast, wo dir eigentlich als Grundlage dient, abgesehen von deinem eigenen Nachwuchs, dann ist das, ja, ich glaube, ärgerlich ist ein guter Ausdruck für das. Ja, ja, ärgerlich, und ich denke genau. Vielleicht balancierend regional. Nicht jede Region hat ein Nazi-A-Team, ein Women's Super League-Team. Geht auch nicht für alle, so muss man das so sagen. Aber ich habe das Gefühl, zusammen mit der Nazi B hast du schon eine gute Normverteilung im Land. Das sind jetzt mal ausgenommen, wo aber jetzt ja, ein Team wahrscheinlich aufgestiegen wäre. Das heisst, es balanciert schon ein bisschen. Regionen und das Land, oder? Ja, bin ich auch der Meinung. Also ich glaube, wir haben eine gute Repräsentation grundsätzlich nur schon in der nationalen, also in der AXA Women's Super League, wo man gleich auch mit Servet die Westschweiz vertreten hat, mit Lugano aus Tessin vertreten. Wir haben natürlich dann viele Teams aus der Deutschschweiz, aber ich glaube, auch dort haben wir eine gute Verteilung. Wir haben Basel-Bern abdeckt, wir haben Zürich abdeckt, wir haben St. Gallen abdeckt, wir haben die Innerschweiz abdeckt. Also, ja, das Einzige, was jetzt noch gross wird fehlen, jetzt gerade so spontan, wäre wahrscheinlich so ein bisschen die Region Graubünden. Aber ich glaube, von der Verteilung her sind wir gut unterwegs. Und in der Nazi B sieht es grundsätzlich jetzt mal eben ausklammern, jetzt den Sinn, der dort nicht dabei ist. Im Moment sieht es auch da relativ verteilt aus, würde ich sagen. Und die zwei, ich sage jetzt mal, die zwei Ligen überlappend, dann hast du fast alle Regionen aus der Schweiz eigentlich dabei. Und ist natürlich auch schön, gerade auch wenn du in die Zukunft schaust, für die Mädchen, die im Nachwuchs nachkommen, wenn du eigentlich weißt, dass du aus fast jeder Region einigermaßen in der Nähe Spitze oder Elite Verein hast. Ich glaube, es steigert natürlich auch die Chance, dass junge Mädchen dranbleiben und ambitioniert sind und sagen mal, es gibt etwas bei mir in der Nähe und das wird die erreichen. Das ist noch ein gutes Stichwort. Du könntest ja nicht nur dein Team nehmen, ja, sondern im Frauenfußball kennt man sich. Hast du das Gefühl, wir haben jetzt extrem Lust gemacht auf den Fußball, dass jede Spielerin doppelt wieder auf den Platz wird? Oder gibt es so derer, die sagen, weißt du was? Echt, falls wir auch unter der Woche mal daheim sind. Ich glaube, es gibt beides. Ich habe auch beides persönlich schon erlebt. In dieser Zeit, in Gesprächen, die ich mit anderen geführt habe,
Es gibt ganz viele, die natürlich sagen, ja, eigentlich kann ich es kaum erwarten, bis es endlich wieder losgeht, weil es fehlt mir wirklich. Es gibt aber auch die, die sagen, ja, irgendwie habe ich in dieser Zeit herausgefunden, dass ich ja Sport machen für mich selber gleich kann. Ich habe herausgefunden, dass es mir eigentlich gefällt, dass ich flexibel bin, dass ich dann etwas machen kann, wenn ich das will. Dass ich nicht muss bis am Abend um 7:30 warten, bis ich ins Training, damit ich um 9:45 wieder heimkomme. Ich glaube, es gibt wirklich beides. In welche Richtung, dass es mehr ausschlägt, hoffe ich, nein, aber glaube ich auch, dass es mehr in die Richtung geht, dass die Leute wieder, also dass die Frauen wieder shooten wollen. Aber es wird sicher die ein oder andere Spielerin geben, wo nach dieser Zeit sagt, es ist okay. Ich hoffe es auch. Ich meine, nicht böse gemeint, aber wir brauchen nicht nur mehr Instagram-Models und noch mehr also Fitness-Models und noch mehr Bodybuilderinnen und Crossfitterinnen. Also es ist wirklich nichts gegen die Leute, die das als Hobby haben, aber es wäre mega schade, noch mehr Fußballerinnen als Crossfit zu verlieren. Und das ist ja Also richtig Gefahr heutzutage, jetzt mit den Zoom-Workouts und so weiter. Wie gesagt, nichts gegen Crossfitterinnen. Ja, das ist halt schon, gell? Der Ausgleich, wir haben das ja angesprochen im letzten Podcast. Irgendwie fühlt sich das nicht gut an, wenn man den Sport verbietet, sozusagen, oder? Weil das tut den Leuten halt schon auch gut, helfen, einfach mental, um mit anderen Spass zu haben, was wir ja langsam verlieren, mit anderen Menschen zusammen etwas zu erleben, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, dass der soziale Aspekt dahinter, gerade in einer Mannschaftssportart, jetzt neben dem Sport an und für sich und neben der Bewegung, neben der körperlichen Aktivität, die darin spielt, neben dem Wettkampf und all das, wo beim Sport ja auch einfließt, glaube ich, dass vor allem die soziale Komponente, wo du hast in einer Mannschaftssportart, wo ja Fußball ist, dass die schon auch sehr fest fehlt. Und ich glaube, das ist grundsätzlich im Moment ein Thema, das allgemein sehr fest beschäftigt, durch alle Lebenslagen durch, dass die soziale Kontakt und dass die soziale Interaktion irgendwie so verschoben worden ist auf virtuell und Interaktion findet nicht mehr richtig zwischenmenschlich statt, sondern nur über technische Hilfsmittel. Und gerade auch das ist ein großer Teil, wo ich der Meinung bin, wo gerade der Frauenfußball oder wo die Frauen im Frauenfußball hebt, weil eben, wie gesagt, bei uns ist es nicht das Geld oder dass man entlohnt wird, sondern es ist einerseits Begeisterung und Leidenschaft für den Fußball selber, aber ich bin davon überzeugt, dass es in vielen Fällen auch der Zusammenhalt im Team ist und das, was ein Team ausmacht und dass du die Zugehörigkeit hast und den sozialen Austausch, wo ganz wichtig ist in meinen Augen für den mentalen Ausgleich, wo man irgendwo braucht, nebst allem anderen, wo im Leben noch stattfindet. Genau, und auch für unsere Zuschauer, das ist ja mit dem Grund, warum wir unseren Output verringert haben. Du und ich sind beide Fans von dem, da wir machen es, weil wir müssen, oder? Weil sonst geht es ja nicht im Moment. Ich kann dich nicht auf das Kaffee einladen oder auf das Znacht. Und wir haben ja am liebsten treffen wir uns und reden kurz und dann gehen wir und ist passiert und das Ganze über den PC, das macht uns halt auch weniger Spaß. Es gibt Leute, die finden das super, so Podcasts aufnehmen, so mehr zu, sind definitiv nicht der Fall, Nein, definitiv nicht. oder? Ja, das ist halt eine ganz andere Art von Gespräch, oder? Aber jetzt poweren wir da durch und wir haben ja auch Themen. Also, wie gesagt, immer wichtig zu wissen, wie es uns geht und wie es dir geht und vor allem eben. Drei Trainings in der Woche, ein Match am Wochenende. Das ist schon ein erheblicher Teil von deinem Leben, der jetzt verboten ist, sozusagen, gell? Ja, nein, das ist es so. Es fällt ein großer Teil und sehr ein wichtiger Teil vom Leben fällt im Moment so ein bisschen weg durch die ganzen Einschränkungen. Und ja, ich glaube, das Wort Verboten, das ist so ein bisschen das, was wirklich auch so ein bisschen trifft. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, auch je länger, je mehr, dass es so etwas Auferlegtes ist und nicht weil du selber nicht willst Fußball spielen oder weil du gar keine Lust drauf hast,
du wärst eigentlich bereit, du hättest Zeit, du hast keine Einschränkungen körperlich oder sonst irgendetwas, aber ja, es geht einfach nicht. Und ich glaube, ja. Oder für mich persönlich ist das so ein bisschen der schwierige Teil. Ja, das einzige Gute, die Muskelverhärtungen, die mit dem Alter kommen, können sich jetzt mal ein bisschen lösen. Definitiv. Genau. Ja, so. Definitiv. Wenigstens kann man über Zoom noch Witz machen. Das Alia, gehen wir mal ins Fußballerische rein. Und zwar einfach mal, seit wir es uns das letzte Mal gesehen haben, das Champions League Teilnahme gegeben. Kurz für dich, wie hast du die vier Matches vorgenommen? Ich habe das Gefühl, das ist schon wieder eine Ewigkeit her, wenn ich ehrlich bin. Das fühlt sich wirklich ewig an, ja. Ja, es fühlt sich wirklich so an. Auch schon fast 3 Monate, gell? Ja, stimmt. Es sind schon wieder fast 3 Monate, ja. Das ist richtig. Servette hat gegen Atlético Madrid gespielt. Ja, ich glaube, das Hinspiel ist... Hat zur Pause 1:1 gespielt. Ja, ja. Also, ja. Ich wollte gerade sagen, das Hinspiel ist sicher... bin ich der Meinung, da hat sich Servette extrem gut verkauft. Hat auch den Schweizer Fußball, Frauenfußball, bin ich der Meinung, sehr gut vertreten. Ja, aber es ist ja grundsätzlich eigentlich zu erwarten gewesen, also wie wir das schon besprochen haben im Vorfeld, dass es sehr schwierig wird, dort wirklich etwas zu holen. Das hat man ja dann auch gesehen im weiteren Spielverlauf und dann vor allem mal im Rückspiel, ja, dass uns dort dann einfach irgendwo auch ein bisschen Grenzen aufgezeigt worden sind, was möglich ist und was im Moment nicht wirklich ist. Aber ich glaube, gerade das erste Spiel ist sehr positiv zu werten, sage ich jetzt mal auch für unsere Reputation und für unser Ansehen nach außen. Genau, und Servette, was man auch muss festhalten, spielt 2 super erste Halbzeiten. Ich sage technisch-taktisch von der Aufstellung her Servette auf Augenhöhe, also auf Augenhöhe nehmen wir. Gut, und das sind einfach die Einzelfälle. Und die jetzt, ja. Ich meine, Servette macht wahrscheinlich etwa 7 Einzelfehler und von denen gibt es halt 7 Gegentore. Und das ist halt das, was man bei uns in der Liga nicht sieht. Oder? Ja, also das ist sicher ein sage ich jetzt mal, ganz ein krasser Unterschied. Und das macht für mich gerade auch noch den generellen Unterschied, den Klassenunterschied, der eben dann gleich noch spürbar ist, aus. Servette kann sich heben, kann sich eigentlich in diesen Spielen gut verkaufen, kann über lange Zeit gut mitheben. Man sieht einfach, was Atletico dann macht, wenn ein Fehler rum ist. Und dass man Fehler so kann ausnutzen kann, wie das Atletico macht, deutet für mich schon sehr fest darauf hin, dass man eben schon überlegen ist. Genau. Da hat es noch einen anderen Match gehabt, Zürich gegen St. Pölten. Du als Ostschweizerin hast natürlich doppelt für Zürich wollen, weil Österreich sehen wir ja immer ein bisschen negativ in der Ostschweiz. Nein, keine Unterstellung, aber eben, das hat ein bisschen anders ausgesehen, das Resultat, oder? Ja, ich muss es so sagen, ich bin über das Resultat von Servette gegen Atletico nicht wirklich wahnsinnig überrascht gewesen, in dem Sinne, es ist irgendwo zu erwarten gewesen. Bei Zürich gegen St. Pölten habe ich mir grundsätzlich mehr erhofft auf Seite von Zürich oder auf Seite von uns, von der Schweiz, dass dort mehr zu holen wäre. Das habe ich extrem schade gefunden, dass dort nicht mehr rausgeschaut hat in diesen beiden Spielen. Ja, ich glaube, das ist halt doch die Realität, was bei Messe Zürich ja sonst noch ansteht. Mhm. Wechsel. Ivan Dos Santos ist nicht mehr. Zeigt sich wieder mal, wer die Abseits keine Interviews weggeben, der ist nicht lange im Job. Inka Grings hat übernommen. Die Frage wird 1000 Mal gestellt, aber macht es einen Unterschied, wenn eine Frau kommt, vor allem eine Frau, die schon alles gewonnen hat? Gute Frage. Das Positive daran ist, dass man mit Inka Grings jemand hat, der Frauenfußball in der Schweiz schon kennt, weil sie selber da gespielt hat. Sie kennt Zürich schon, weil sie bei Zürich gespielt hat. Ich bin persönlich der Meinung, dass das ein Vorteil ist, weil sie nicht ganz neu ist. Sie, natürlich, als ehemalige Fußballerin kennt sie den Frauenfußball per se schon mal, aber gleich auch in der Schweiz, wenn ich der Meinung bin, schon einmal einen Unterschied ausmacht, ob du jetzt in Deutschland den Frauenfußball kennst oder in der Schweiz, weil die Gegebenheiten einfach nochmal anders sind.
das Positive, wenn du eine Trainerin ist, wo schon mal alles gewonnen hat und wo sehr erfolgreich war, selber, bin ich der Meinung, dass du jemanden hast, wo so ein Gewinnertyp ist und wo ehrgeizig ist, wo weiß, was braucht, dass man dort hinkommt. Und wo ich jetzt rein theoretisch schon mal davon ausgehe, dass sie das auch als Trainerin wird erreichen. Und das kann Zürich sehr gut tun. Ja, ich meine, ich habe das erlebt, als ich im Amateurfußball, ja, obwohl das mega aufgeflossen ist als bei den Profifrauen, aber wenn ich richtig geschaut habe, wir sind in die Problematik hier gelaufen. Wir haben mal einen ehemaligen Super-League-Spieler gehabt, als Trainer. Und der nächste Trainer, der ist wie nicht ernst genommen worden. Und da haben wir einen ehemaligen Nazi-Spieler müssen holen. Und vom ehemaligen Nazi-Spieler haben wir dann müssen weitergehen, oder? Weißt, wo hört es denn auf? Oder? Also, ich glaube, das ist die einzige Problematik, die bei erfolgreichen ehemaligen Spielern irgendwann kommt. Oder sehe ich das eigentlich dort hängen? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, wir haben das selber bei uns zu Luzern erlebt. Wir haben einen erfolgreichen Spieler als Trainer geholt und es war ein wahnsinniger Hype rundherum. Ob dann ein erfolgreicher Spieler auch ein erfolgreicher Trainer ist, ist die andere Frage. Und das sieht man ja oft, wenn man so ein bisschen Trainerkarrieren anschaut. Es gibt viele sehr erfolgreiche Trainer, die als Spieler nicht wahnsinnig erfolgreich sind. Es gibt auch beides. Es gibt auch sehr erfolgreiche Spieler, die es auch schaffen, als Trainer wirklich Erfolg zu haben. Es gibt aber auch wirklich sehr begnadete und erfolgreiche Fußballer, die als Trainer nicht reüssieren. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage bei der Inka, wie sich das ja herauskristallisieren. Ich bin der Meinung, weil wir bei uns im Frauenfußball bis jetzt noch nicht so gewöhnt dran sind, sage ich jetzt mal, irgendwelche grosse Namen an der Seitenlinie zu haben, wo man im Fußball schon lange kennt oder wo viel erreicht haben, haben wir vielleicht die Problematik noch nicht so. Genau, und Dinka Grings, großartige Fußballerin, aber Negativrekord in jedem Team, wo sie bis jetzt trainiert hat, ist sie abgestiegen. Ich Drei glaube, das wird mit Zürich nicht passieren. verschiedene Teams geleitet, mit drei Teams abgestiegen. dann mit zwei von denen wieder aufgestiegen, aber ja. Das mal da hingestellt und ja, mit Zürich stützt sie, glaube ich, nicht ab. Gehen wir doch direkt in Spieltag. 14 Runden Women's Super League gespielt, nur drei Matches, weil Young Boys in Quarantäne haben müssen. Zu dem dann später gerade mehr. Zürich gegen St. Gallen führt in der Pause 2 zu 0 ein bisschen aus dem Nichts raus, also nicht zwingend. Zürich wechselt in der Pause von kurz danach etwa fünfmal, St. Gallen wechselt fünfmal, beide hören eigentlich auf zu shooten. Was sagen uns so Match? Ja, ich glaube, uns Analytiker nicht überaus viel. Dass gleich beide Teams so viel mal wechseln, spricht sicher auch dafür, dass noch nicht ganz alle wirklich zu 100% fit sind oder zu 100% auf dem Level, wo man sich gewöhnt ist. Natürlich spielt das Wetter im Moment auch noch eine Rolle. Man hat nicht wirklich ein Trainingslager machen, was man sonst noch macht vor der Saison. Also, ich glaube, da gibt es ja schon viele Gründe, wo dafür sprechen oder wo können mit erklären, wieso dass man vielleicht nicht ganz so optimal vorbereitet ist wie sonst zu dieser Zeit im Jahr. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, weiss denn so ein Spiel noch wirklich viel mehr sagt. Zürich nutzt seine Chancen, muss dann nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen auf Seite von Zürich, dass wenn man das Gefühl hat, ja, das passt so, also, dann schaltet man mal eins, zwei Gänge ab. Man hat bei Zürich auch immer wieder gesehen, dass es dann auch ab und zu möglich ist, dass dann, wenn es münd, wieder einen Gang höher schaltet. Hat das aber auch ab und zu verpasst. Jetzt in dem Spiel ist es nicht gefordert gewesen, weil dem von St. Gallen einfach halt zu wenig kommt und weil St. Gallen dort den Moment verpasst, zum mehr leisten, dass sie in dem Spiel gleich noch könnten wieder zurückkommen. Genau, ja, aber wie du sagst, für uns Analytiker nicht so zu sagen. Ich denke, Dinka Grings schön hat sich auch noch mal wechseln, oder hat sich auch
ganze 16 Spielerinnen gesehen. Kurz zu dem Wechselkontingent, das ist halt schon irgendwie, hat man das Gefühl, das ist nicht nötig im Frauenfußball. Und gerade in unserer Liga, wo du bedenkst, okay, und nicht zum jemandem zu nachtreten, aber die meisten Teams haben, sagen wir mal, vollwertige Ersatzspieler Nummer 2 oder 3. Und bei 3 ist es schon schwierig und 5 Wechsel, das ist ein bisschen ein Overkill, vor allem, weil man ja nicht die Belastung hat, wo die Männer liegen haben. Und da nehme ich nicht nur die Schweizer Liga an, sondern auch die liegen, wo eben die Wechsel gefordert haben. Oder eine Bundesliga und vor allem auch die Teams, die dann europäisch noch tätig sind und Cup und Liga, Pokal und so weiter. Nein, ich glaube, da müssen wir uns nicht vormachen. Die Belastung ist sicher nicht dumm. Ja, die Frage ist auch immer, ich meine, 5 Wechsel, das ist die Hälfte von deinem Team. Was passiert denn mit dem Spielfluss, wenn du die Hälfte von deiner Mannschaft auf dem Platz stehst, auswechselst? Ich bin der Meinung, dass das in den wenigsten Fällen etwas Positives zum Spielfluss beiträgt. Gerade bei 5 Wechsel, ich meine, bei 3 Wechsel ist es nochmal anders. Du gehst anders mit 3 Wechseln um wie mit 5. Du wechselst erst später in den meisten Fällen, außer das geht wirklich gar nicht. Es ist ein Totalausfall leistungsbedingt oder wirklich irgendjemand verletzt sich. Aber wenn du 3 Wechsel hast und es verletzt sich jemand in der ersten Halbzeit, dann wirst du bis zur 80., 85. Minute wahrscheinlich eher nicht mehr wechseln, weil ja, du musst ja auch ein bisschen schauen, was passiert. Und wenn du 5 Wechsel hast, ja, was haltet dich denn gross davon ab, in der Pause schon drüber zu wechseln? Weil du hast ja dann immer noch 2 Wechsel, die du am Schluss kannst machen. Ich bin der Meinung, ein grosses Ein- und Auswechseln, ich habe das schon in der ersten Liga gesagt, wo man frei können wechseln, bin ich der Meinung, trägt nicht viel Positives zum Spielfluss bei. Genau, also ich und zu diesen 3 Wechseln kommen wir nachher später. Aber da habe ich auch so viel Overkill und das hat der Match sicherlich nicht gut getan. Der letzte Punkt, den ich bei diesem Match ansprechen wollte, ist eine Mentalitätsfrage. Wir haben den FC St. Gallen. Der hat die Saison müssen kleiner anfangen, weil letztes Jahr hat er den letzten Match nicht spielen können. Geht auf Lugano, gewinnt gegen ein sehr verstärktes Lugano. Also da muss ich sagen, da kommt noch etwas vom FC Lugano. Gewinnen sie 3-1. Dann kommst du, Zürich kommt heim, neue Aufstellungen, neue Rolle für diese Spielerinnen. Plus Rahel Kivic, die seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren nicht mehr Innenverteidigerin geshootet hat, nicht mehr von Anfang an geshootet hatte, gegen ein Team, das so viele junge und schnelle Frauen hat. Müsstest du nicht einfach so viel Druck machen, bis die umgeht? Im wahrsten Sinne vom Wort. Und einfach versuchen, ich kann eben Gold schießen, solange die auf dem Platz stehen. Ja, also ich glaube, gerade wenn man die Stärke von der St. Galler Spielerinnen in den Fokus setzt, wo sicher auch im offensiven Bereich liegen, bin ich immer noch der Meinung, weil sie dort wirklich sehr aus dem Mittelfeld und im Sturm raus sehr viele sehr talentierte und sehr, also qualitativ sehr, sehr hochwertige Spielerinnen haben. Aber wie du gesagt hast, glaube ich schon auch, dass sie ein paar Spielerinnen haben im offensiven Sektor, wo auch ein bisschen Tempo mitbringen. Ja, wer den V-Fußball ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass Rahel Kivic gewisse Vorzüge hat. Wendigkeit, nur schon aufgrund von ihrer Größe, vielleicht nicht unbedingt. Reaktionsschnell oder allgemein eher schnell wahrscheinlich auch nicht so. Gut, da kann man sich auch täuschen. Bei grossen Spielerinnen sieht es immer sehr gestabig aus. Es kann natürlich auch sein, dass sie dann, sobald sie den Antrag gefunden hat, gar nicht so langsam ist. Das kann gut möglich sein. Aber ja, natürlich. Ich glaube, es ist allgemein etwas, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr muss können darauf einladen, dass man sagt, okay, wo sehen wir einen Schwachpunkt in der gegnerischen Mannschaft und dass man sich selber dementsprechend als Mannschaft auch anpasst und versucht, das im Fokus zu setzen, dass man dann dort Druck machen kann. Ja, ich glaube, das hat St. Gallen verpasst und so verliert es 3-0 zum Schluss. Das ist das Resultat, das Zürich sehr, sehr gut tut, weil IB hat nicht können spielen, also sind sie jetzt mit denen Punkten gleich, obwohl IB mit dem Match weniger da einen kleinen Vorteil genießt und sie sind weg vom FC Basel.
Weil der FC Basel, der geht auf Genf und bekommt einen Klatscher von der Alten, hätte ich gesagt. Aber weil Lugano, er muss sicherlich eine halbe Saison lang recht im Nachteil war, sind wir uns das leider auch in dieser Liga so gewohnt gewesen. 5:0, 2:0 zur Pause. Basel wechselt 3-mal zur Pause. Bringt nicht wirklich etwas. 5:0, Servetiano belangen besser. Basel neben den Schuhen, kann man so sagen. Könnte eigentlich in Führung gehen, zwei sehr, sehr gute Chancen. Da muss ein 34-jährige Christina Sundhoff mehr daraus machen. Hat sie nicht. Und dann geht es los. Parade von den Distanzschüssen. Wer hat noch nicht, wer darf noch? 5 Goal insgesamt. Wie ist das zu beurteilen, dass Basel so alt aussieht gegen Servet? Für mich war es sehr erstaunlich, dass es gerade so aussieht und dass das Spiel so war, wie es war. Also, ich bin schon klar der Meinung, dass in dem Vergleich Servet Vorzüge hat und ein bisschen zu favorisieren ist. Habe ich auch vor dem Spieltag, auch jetzt nach der Pause, nach der Spielpause, das Gefühl gehabt, dass es aber wirklich gerade so eine Klatsche gibt für Basel, mit dem hätte ich nicht gerechnet gehabt. Einerseits weiß ich nicht, ob das irgendetwas mit der Startaufstellung zu tun hat. Man hat doch dort ein bisschen anderes Personal auch gesehen, wie man vielleicht erwartet hat nach der Vorrunde. Ob man es jetzt nur auf das kann schieben, dass es so nicht funktioniert hat bei Basel, das finde ich immer schwierig zu sagen oder das so ein bisschen als Aufhänger zu nehmen. Kann aber durchaus sein, dass das auch ein Faktor war, wieso das bei Basel nicht wirklich wahnsinnig viel zusammengestimmt hat an dem Tag. Ja, die Aufstellung sprichst du an. Ja, ich meine, wir haben einen Umbau gesehen. Melanie Huber, ich würde sagen, das ist der grösste Schlüssel, wenn dein Captain, deine Führungsperson, auch im Team von der Vorrunde, für die Rückrunde vorgeht und die Captainsbinde muss abgeben. Das macht mit einem Team etwas, oder? Ja, ich glaube, gerade Identifikationsspielerinnen, so Führungsspielerinnen, wo und ja, da bin ich der Meinung, es ist jemand Captain aus einem bestimmten Grund. Und ich würde sagen, in allen Fällen sind das Spielerinnen, die als Vorbild vorne weggehen, die die Fähigkeiten haben, das Team mitzunehmen, ein Team zu führen, als Vorbild auch zu fungieren. Und sind oft sehr, sehr wichtige Spielerinnen. Und nicht einmal nur wegen dem Fußballerischen, sondern vor allem auch wegen der Persönlichkeit, die sie repräsentieren. Und wenn da so eine Spielerin wegfällt, so wie überraschend dass jetzt das für die Mannschaft war, können wir ja von außen eher nicht beurteilen, aber ich nehme jetzt mal an, eher überraschend. Dann ist das, in den meisten Fällen bin ich auch davon überzeugt, dass das nicht einfach, einfach so kann abtun werden, ohne dass das irgendetwas macht. Und mit der Melanie Huber fällt nicht nur der Captainsfeld auch eine Innenverteidigung. Dann sehen wir die Riola Cemaili, die jetzt eben neue Captain ist, mit 17 früher, obwohl für sie nicht zu früh ist. Es ist eine natürliche Rolle für sie. Sie ist auch bei der U15 von der Buben und bei der U13 von der Buben schon Captain gewesen. Aber gleich, bei weitem nicht die erfahrenste im Team. Also das hat sicher etwas damit gemacht. Und sie als Innenverteidigerin hat auch keine mehr Position. Wenn du eine perfekte Spielmacherin hast, tut das ein bisschen weh, die hindern zu tun, oder? Und man verliert wahrscheinlich auch etwas. Nein. Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir schon x-mal bei ganz verschiedenen Mannschaften, aber vor allem am meisten, glaube ich, in der Nationalmannschaft schon diskutiert hast oder haben. Wenn du Spielerinnen hast, also es ist immer schön, Spielerinnen können variabel einsetzen auf verschiedenen Positionen. Das sage ich gar nicht. Und es soll auch nicht so sein, dass eine Spielerin immer nur eine Position kann spielen. Wenn du aber ganz klar weißt, dass eine Spielerin oder eine Spielerin aus deiner Mannschaft auf einer bestimmten Position ihre beste Fußball kann zeigen, weil es ihren Fähigkeiten am meisten entspricht und
ihre Fähigkeiten am meisten zum Vorschein bringt, bin ich der Meinung, dass es ein bisschen eine Verschwendung ist, wenn man dann die Spielerin ganz bewusst auf eine andere Position setzt. Es kann natürlich sein, dass jetzt das einfach eine einmalige Sache war, weil es jetzt halt am Samstag nicht anders gegangen ist. Wenn das so ist, dann finde ich, dann kann man das machen. Dann ist es auch völlig legitim, dass man das so macht. Ich bin einfach der Meinung, mir stutzt der Spielerin die Flügel so, weil sie auf einer Position spielt, wo sie nicht alles kann ausspielen kann, was sie so gut macht. Und dem Team tut es meistens auch nicht gut. Genau, es sieht leider nicht so, dass wäre das eine Notlösung, eine einmalige Sache, sondern eine Überlegung. Wir haben keine Alternative, also machen wir das so. Nimmt Basel auf einer Seite den Motor im Mittelfeld weg, obwohl, ja, ich weiß, Viola hat dann mal die zweite Halbzeit in der Mitte gespielt, aber der ist schon 2-0 gestanden, schnell mal 3-0 und Servette ist auch ganz eine andere Gangart. Dort kannst du nicht 45 Minuten Vorsprung gehen im Mittelfeld gegen einen Sandy Mann, gegen einen Palacerano, gegen so erfahrene Spielerin. Was ich dann auch noch überraschend gefunden habe, der Mut vom technischen Leiter, weil ja Basel fällt ja auch noch der Trainer, der Sebastian Bader und der Assistenztrainer und der Konditionstrainer, der ganze Staff ja in Quarantäne, der stellt gute Besserung als Team. Der technische Leiter hat dann gerade 3 Wechsel gemacht zur Pause. Das muss eine interessante Pausenansprache gewesen sein. Das ist das, was du vorhin angesprochen hast, würdest du nie machen, wenn du nicht viel Wechsel hast, oder? Nein, das, also eben, ich glaube schon, dass es gibt Wechsel oder Doppelwechsel zur Pause, das gibt es auch sonst. Unter außergewöhnlichen Umständen, wenn wirklich das Team einfach nicht performt, so wie man sich das vorstellt, um ein Zeichen zu setzen. Aber ja, nein, Dreifachwechsel, ich glaube, das gibt es sonst. Ich möchte mich nicht erinnern, dass das je gegeben hat zu der Pause, nein. Und dann gibt es nochmal eine Eigenheit, und zwar der nächste Wechsel, die nächsten 2 Wechsel, die noch aussieht, sind Spielerinnen, die zur Pause gekommen sind, nimmt er wieder raus. Er sagt, weil er sie noch am Schonen war. Bei der einen ist sicher gesehen, weil sie sehr blöde gelbe Karte bekommen hat. In einem von den lustigsten Momenten, die ich im Stadion erlebt habe, das Handspiel von Westerfügi. Da ist jemand wie ein Goalie fast schon auf die Seite gehechtet, um den Ball mit dem Handspiel. In der Mitte, völlig unnötig, egal. Auf jeden Fall, 2 Spielerinnen, die eingekommen sind, wieder rausnehmen, das ist fast das Schlimmste, was man einer Fußballerin antun kann. Ja, also wenn es nicht begründet ist, dass die Spielerin angeschlagen ist oder irgendwie so, ja, dann ist das, glaube ich, etwas Schlimmste, was einem passieren kann in einem Spiel als Spielerin, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich so, weil ja, sie sind von einer Verletzung gekommen, sie haben das Spiel nicht mehr kehren, steht schon wieder 4-0, will ich nicht riskieren. Das ist extrem hart. Aber zudem kann ich ja den Stefano Ceccaroni am Wochenende wieder fragen, wenn er in Luzern wieder an der Seitenlinie ist, Sebastian Bader leider dann noch nicht zurück. Das wissen wir schon. Was natürlich auch ein Problem könnte sein, zudem aber dann noch mehr. Was mich noch wundert hat bei diesem Match, vier Distanzschuss Goal. Ich sage jetzt, einen war völlig unhaltbar gewesen. Bei 2 lasse ich mit mir streiten. Einen hätte man müssen. Ich meine, Michel Trudin ist als erster guter Goalie. Wie kann man so einen schlechten Tag werten bei einem Goalie? Das ist halt schon 4-mal der gleiche Fehler und das Team hat ja auch miteinander gespielt und es dann auch immer mehr wieder versucht, oder? Ja, es ist, ich glaube, gerade die Position vom Goalie hat sehr viel Undankbares auch. Also ich glaube, jeder Spielerin von uns passiert in einem Match unzählige Fehler. Mal mehr, mal weniger, je nach Tagesform, aber grundsätzlich macht jeder von uns Fehler und je weiter hinten das gehst in der Aufstellung, desto gravierender werden die Fehler geahndet, sage ich jetzt mal, oder desto gravierender sind sie, die Fehler.
Und natürlich gerade auf der Goalie-Position, wo du so exponiert bist, fällt das natürlich gerade enormes Gewicht, wenn du da mal zwei, drei Fehler zu viel machst. Und ja, ich bin jetzt eigentlich der Meinung, wenn man mich jetzt zu den Suschen so verfolgt, dann weiß man eigentlich, dass sie, wie du vorhin gesagt hast, dass sie eine gute Goalie-Frau ist und dass Basel da jemand zwischen den Pfosten hat, wo das Niveau hat. Also es ist jetzt nicht so, und ich bin auch kein Fan davon, dass man nach einer schlechten Partie das Ganze in Frage stellt, aber es kann natürlich durchaus sein, dass es auch einfach überhaupt nicht ihren Tag ist, aus welchem Grund auch immer. Wichtig wird jetzt einfach vor allem für sie und dementsprechend dann auch fürs Team sein, dass jetzt im nächsten Match gegen Luzern, wo sie im nächsten, also wo sie jetzt das Wochenende haben, dass sie dort aus dem Kreislauf kann ausbrechen und wieder zurück zur alten Stärke finden und dass sie die Fehler, wo da passiert sind, dass sie die auf eine Art ausblenden und sich auf das kann fokussieren, wo sie sonst wirklich gut macht. Genau, schauen wir mal, wie weit das Basel kommt. Der Match ist sicherlich zum Vergessen für sie. 5:0 für Servette heisst jetzt 8 Punkte Vorsprung auf IB und Zürich. Selbst wenn IB gegen Lugano gewinnt, was man mal annimmt, Vermutet. dann sind es auch gleich 5 Punkte und die Saison ist ein Match kürzer. Servette hat sich auch verstärkt mit einer U19-Spielerin von Lyon, die schon mal Champions League gewonnen hat. Und man hat ihr auch angesehen, sie ist da zum Bleiben, also sicherlich zum Zeigen. Es wird schwierig sein, RW zu holen. Ja, bin ich auch der Meinung. Servette ist sicher das souveränste Team, wo wir bis jetzt gesehen haben in der laufenden Saison. Und vor allem auch das Konstanteste aus meiner Sicht immer noch, wo die Konstanz auch nicht zu 100% hat, aber wo sie sicher am meisten hat und am wenigsten Leistungsschwankungen in den einzelnen Spielen zeigt. Und von dem her, ich glaube, es wird extrem schwierig sein, da noch das noch strittig zu machen. Ich glaube nicht, dass Servette jetzt wirklich wird einbrechen. Und das müssten sie, damit gerade IB und Zürich hinten dran wirklich noch Chance haben, zum Sieg holen. Genau, und Servette ist sonst schon stark gewesen, jetzt mit zwei zusätzlichen Profis. Ja, weiterhin stark. Dritter und letzter Match, da gibt es nicht viel zu sagen, das ist Luzern gegen GC. Oh, ja, auch zwei Teams, die ein bisschen neutralisiert haben. GC kommt ein bisschen glücklich zur Führung, sage ich. Erarbeitet, aber ein bisschen glücklich. Ich habe kurz vorher noch mit die Leute vom FC Luzern geredet und haben gesagt, wir müssen auf die zweite Ball aufpassen. Und das ist ein zweiter Ball gewesen. Ich werde nicht sagen, ich bin aus einem Grund Fußballexperte, aber ich bin aus einem Grund Fußballexperte. Zweiter Ball führt dazu, dass Caroline Müller das Goal schießt. Dann haben wir einen guten Ball von Rahel Sager, wo allgemein eine sehr, sehr gute Saison spielt. Zu dem komme ich da irgendeinen schon noch. Sie ist loben genug, aber an dieser Stelle schnell hinterlassen. Ein langer Ball, wo geht es nicht richtig abwehr und die Rina Pampers verstellt 10 Goal, 6 Assists in 14 Match. Luzern kann von Glück reden, haben sie die Rina, oder? Ja, ich glaube, es wäre noch spannend, wenn man mal ausrechnen würde, was ohne der Irina ihre Assists und Goal rausgeschaut hat, der Punkt. Wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel. Ja, man sieht einfach in dem Match, dass sie eben wichtig ist. Man sieht über lange Strecken nicht wahnsinnig viel von ihr. Es ist allgemein, bin ich der Meinung, sie hat das ganze Spiel geschaut. Nicht ein wahnsinnig berauschender Match war für den objektiven Zuschauer, auch nicht für GC-Fans und auch nicht für Luzern-Fans. Also ich glaube, für alle Zuschauer nicht wirklich berauschend war. Ich bin der Meinung, die zweite Hälfte ist noch ein bisschen spannender zum Anschauen wie die erste Hälfte, einfach weil ein bisschen strukturierterer Fußball gespielt worden ist. In der ersten Hälfte bin ich der Meinung, haben es beide Mannschaften nicht wirklich auf den Platz gebracht. Man hätte maximal 5, 6 Pässe am Stück können schlagen, bis wieder ein Feldpass gekommen ist. Das auf beiden Seiten.
Man hat dann gleich auch viel mit langen Bällen geschafft, weil man sonst nicht wirklich super vor das Goal kam. Ja, also ich glaube, es war jetzt nicht der beste Match gewesen, wo wir je gesehen haben. Aber die Rina zeigt natürlich durch das wieder, dass sie eben wichtig ist. Man sieht ganz lang fast nichts von ihr oder allgemein nicht von Luzern, aber dann in dieser einen Chance, die sich ergibt, in dieser einzigen, wirklich klaren Chance, ist sie da und verwertet sie dann auch. Und das macht unter anderem die Rina auch aus. Das macht es eben auch aus, dass sie mit 10 Goal und was sind es, 4 oder 6 Assists? 6, gell? Und 6 Assists, jetzt schon da steht. Und zeichnet sie und ihre Qualitäten sehr fest aus, bin ich der Meinung. Irina Pando, da wichtig, ich glaube auch, was man da ein bisschen, was sind denn, das ist der Massi, 2 Jüngste auf dem Platz, Rahel, Svenja Völmli und Ilka Kadriu auf Seite von GC sind die, am meisten Chancen haben, alles Distanzschüsse. Meine, bei GC ist es schwieriger, weil ich habe das Gefühl, GC braucht einfach 2-3 Spielerinnen mehr. Das ist halt schwierig mit dem Kader, aber auch zu dem kommen wir nachher. Aber Luzern müsste das doch eigentlich in seinem Kader mit einem Chantal Wieser, mit einer Melanie Müller, mit einem Nicole Raymond, müsste doch bitte irgendwie mehr können daraus machen, oder nicht? Ja, einerseits sind natürlich gerade Melanie Müller, wo jetzt wieder ausfällt und nicht zur Verfügung steht, verletzt. Nicole Raymond, wo immer wieder angeschlagen, nicht zur Verfügung steht. Natürlich fehlen dort gewisse Spielerinnen angeschlagen oder verletzt, immer mal wieder. Und es sind bei Luzern meistens nicht die unwichtigsten Spielerinnen. ich bin aber auch der Meinung, dass man da wieder beim Thema landet, was passiert, wenn man Spielerinnen auf einer Position laufen lässt, wo nicht die optimale Position für die Spielerin ist. Vielleicht gerade jetzt auf Chantal Wieser zurückzukommen. Ich bin auch der Meinung, dass man Chantal Wieser als Außenverteidiger laufen lassen kann. Es ist nicht so, dass sie die Position nicht könnte bespielen oder dass sie es extrem schlecht machen. Ganz und gar nicht. Ich bin aber der Meinung, dass wir das Gleiche wieder haben wie bei der Reola Cemaili, die wir vorhin besprochen haben. Es ist einfach nicht die Position, wo die Spielerin ihr ganzes Potenzial abprüfen kann. Und ich glaube, dass es eher ein bisschen dort liegt. Und dass man, dass es natürlich Mut erfordert, dass man sagt, gut, jetzt haben wir auf der Außenverteidigerposition nicht wirklich irgendjemand zur Verfügung. Aber wir machen jetzt nicht den Sicherheitsgedanken, dass wir sagen, ja gut, dann nehmen wir so eine Spielerin, die so eine gute Spielauslösung hat und die so eine Ruhe hat und wo ganz viel Qualitäten mitbringt für die zentrale für die zentrale Position, gerade auch wenn Melanie Müller fällt, wenn Nicole Raymond fällt. Also ja, dann bin ich der Meinung, dann sollte man dort nicht auf Sicherheit spielen, sondern sagen, nein, wir lassen die Spielerinnen dort laufen, wo sie am besten zur Geltung kommen. Und wenn wir dann 1-2 Positionen haben, wo wir nicht ganz optimal besetzen können, dann geben wir dort anderen Spielerinnen die Chance. Und ich bin sicher, das würde auch gut rauskommen. Ich glaube, es liegt eher auch ein bisschen an dem. Ich glaube auch. Ich meine, ich würde Glenn am Wochenende fragen. Es macht für mich halt auch dort durch ein wenig Sinn, weil du hast ja mit einer Anja Furger, eine Spielerin da, die Außenverteidigerin gespielt hat. Und mit einer Michelle Schneider, eine Spielerin, die als Außenverteidigerin wahrscheinlich auf europäischem Niveau, ich habe immer ein bisschen Mühe, ein internationales Niveau zu sagen, weil das klingt falsch, aber auf europäischem Niveau, was ja dann auch schon fast international ist, eine Außenverteidigerin ist Michelle Schneider, eine grossartige Außenverteidigerin. Macht sie damit die gut, aber ja, absolut. Aber es wäre wahrscheinlich besser, das zu kriegen, oder? Ja. Ja, ich glaube, das ist mehr aus dem Sicherheitsgedanken, dass Michelle Schneider halt im Moment, wenn man Statistiken hat, anständige, dann würde man wissen, dass sie wahrscheinlich die meisten 2 Kämpfe gewinnt. Dann muss sicher Anfang von der Vorrunde und wegen dem spielt sie damit die Luzern. Aber wie du das auch schon 2-3 Mal erwähnt hast, bei dieser Sendung, das soll kein ausschlaggebender Grund sein, oder? Das soll
Nur weil die eine besser ist als die andere, sollte sie nicht aus der Abwehrposition spielen. Und ich glaube halt auch so, vielleicht ihre Chancen verbauen, international aktiv zu werden, oder? Ja, du, eben, ein Match, wo wirklich niemand wirklich gebraucht hat. Also, beide Teams haben nicht so viele Punkte, wie man da. St. Gallen immer noch vor ihnen. Das hat für die Statistik nicht gross etwas gemacht. Und keine von den Spielerinnen, außer vielleicht Sabina Jackson, die es für das Team von der Saison geschafft hat, hat gross brilliert. Und ja. Eben. Ja. 1-1, fairer Resultat für den Match. Spulen wir jetzt in dem Fall zurück und schauen, was steht die Woche, das Wochenende an. Luzern empfängt Basel, Basel aus einer DS, die sie wahrscheinlich nicht haben wollen haben. Basel ohne den Cheftrainer, Basel mit sonstigen Schwierigkeiten im Team, wie wir ja gesehen haben, fitnesstechnisch und was keine Verteidiger haben und so. Was würdest du da für ein Match vorhersagen? Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr einen umkämpften Match gibt. Ich bin der Meinung, dass beide Teams im ersten Match nicht so starten können, wie sie sich das erhofft haben. Basel wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr wie Luzern, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Luzern ganz klar 3 Punkte angestrebt hat gegen GC. Was grundsätzlich auch hätte machbar sein sollen. Darum habe ich das Gefühl, es wollen beide in dem Match das holen, was sie im ersten Match nicht holen können, was sie sich vorgenommen haben. Ich gehe sehr schwer davon aus, dass sich viel im Mittelfeld wird abspielen. Wird sicher umkämpft. Aufgrund von der aktuellen Form bin ich mir nicht mal sicher. Normalerweise, sagen wir jetzt mal in der Vorrunde, hätte ich gesagt, Favoritenrolle, die liegt sicher bei Basel. Nach letztem Wochenende, ja, ist das noch schwierig einzuschätzen. revidiere ich vielleicht meine Meinung und sage, vielleicht hat Luzern so ein bisschen die bessere Karte. Ja, ist noch schwierig zu sagen im Moment gerade so. Aber ich würde im Moment vielleicht eher so auf die aktuelle Verfassung und Form aufbauend, hätte jetzt vielleicht eher Luzern gesagt. Dass der Match auf dem 35. stattfindet, wo du doch so gut kannst, wahrscheinlich mit Bergen, Schnee links und rechts, wie wir es uns gewohnt sind, in dieser Jahreszeit eigentlich nicht mehr Super League würdig, oder? Ja, es ist immer so ein Thema. Ich finde ich liebe den Platz. Vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass wir dort unsere besten Match gespielt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe den Platz grundsätzlich sehr gern zum Spielen als Kunststraße. Also wenn eine Kunststraße, finde ich es sehr eine angenehme Kunststraße. Ich weiß aber auch, dass der sonst nicht so wahnsinnig, also wenn es irgendwie geht, möchte Luzern natürlich auf dem Rasen spielen, nicht auf dem Platz. Ja, kann man sich jetzt darüber streiten, ob der Super League würdig ist oder nicht. Ist natürlich jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Ich bin immer noch der Meinung, dass rein, wenn ich an Kunststraße so gespielt habe, finde ich es eine von der angenehmsten Kunststraße zum Bespielen. Aber im Moment natürlich mit Zuschauern, die kein Thema sind, ist es nicht so tragisch. Aber normalerweise, wenn Zuschauer erlaubt wären, ist es natürlich, gerade für den Aspekt, ist es sicher nicht ein optimaler Platz. Ja. Genau, so ohne Zuschauer geht es so knapp. Und eben, du sagst, kunststraßentechnisch, hat mich wundert noch, was du von dem Scamp gehalten hast. Ich bin da ganz, ganz skeptisch, ne, wo wir Scamp hatten im Match Basel gegen Genf. Und die haben dann nicht einmal gewässert. Und das hat sich sehr, sehr nach Verbrechen angefühlt, nur so visuell. ein nicht gewässerter Kunststraße, weißt du, bei trockener Luft und wie der Ball dort gelaufen ist, naja, aber vielleicht auch das eine Taktik von Servet. Servet bleiben wir gerade bei ihnen, die haben rausgeflogen ist Tessin. Ah nein, umgekehrt, der Lugano-Part ist Tessin. Lugano hat sich extrem verstärkt, das kann ich jetzt schon sagen. 5 Neuzugänge, 2 von denen sind gerade angeschlagen gesehen, die ich in Tessin gesehen habe, also habe ich die nicht gesehen. Die 3, die ich gesehen habe, sind gut gesehen, zusammen mit denen, was Mitte von der Saison gegeben hat.
haben wir schon 5 sehr gute. Das heisst, wenn die 2 neuen kommen, haben wir 7 Profispielerinnen. Dann noch 4 Jugendspielerinnen. Nehmen wir mal den Goalie und Miriam Obaldi, wo sie haben ja sogar einen Profi-Goalie angestellt, aber der eigene ist besser. Ich sage, beide sind nicht ganz so toll, aber wenigstens ein eigener, den wir behalten. Heißt, Serve kommt. Lugano ist langsam wettbewerbsbereit. Muss Servet aufpassen oder meinst du, sie können sich zurücklehnen trotzdem? So wie ich Servet als Mannschaft einschätze, habe ich das Gefühl, sie machen das gar nicht mit zurücklehnen, ganz egal, wer der Gegner ist. Servet wirkt für mich wie eine Mannschaft, die sich nicht wirklich darum schert, wer gegenübersteht, sondern ihr Spiel eigentlich immer so durchzieht, ja, wie sie das vorhaben. Von dem her glaube ich, ist jetzt gerade ein bisschen schade für Lugano, dass gerade Servet jetzt kommt. Vielleicht wäre es angenehmer gewesen, wenn es jetzt die Mannschaften gehabt, wo ihre Reichweite sind. Vielleicht wäre das gerade gut gewesen, jetzt, wenn man so ein bisschen anfangen kann, wettbewerbsfähig zu sein, dass man dort den Fuss fasst. Auf der anderen Seite kannst du Servet noch abhocken. Ist sicher ein Match, wo du nichts musst gewinnen, aber viel kannst gewinnen. Ich glaube nicht, dass Servet wieder ein 11-0 wird anbringen. Bin ich der Meinung, dass das eher nicht wird passieren. Aber ich glaube, es ist immer noch keine Diskussion, dass Servet den Match wird gewinnen. Genau, Servet gegen Lugano und dann der letzte Match wird sie GC gegen St. Gallen. Fand ich das richtig, ja? GC gegen St. Gallen. Wieder das Gleiche wie GC gegen Luzern oder haben wir da GC gegen Basel-Situation. Was erwartest du? Der letzte Match zwischen beiden Teams, ganz klar. Also die letzten 10 Matches haben wir beide gesehen, das nicht Spiel. Und das in Zürich ist St. Gallen eben besser gesehen, und zwar deutlich besser, habe ich gefunden. Was hast du so ein bisschen für das Gefühl, nachdem du doch jetzt GC von Nöchem gesehen hast, die letzte Woche? Ich bin immer noch der Meinung, dass die Vorteile bei St. Gallen liegen. St. Gallen ist das dynamischere Team aus meiner Sicht wie GC. St. Gallen hat meiner Meinung nach mehr Ideen im Spielaufbau, hat mehr Ideen in der Vorwärtsbewegung, ist variabler, bewegt sich besser, habe ich das Gefühl, bewegt sich mehr. Ich finde immer wieder, dass GC sehr oft sehr träge wirkt im Spielaufbau oder allgemein in ihrem Spiel. Von dem her bin ich schon der Meinung, dass St. Gallen immer noch zu favorisieren ist und glaube auch von der Spielanlage, dass St. Gallen Vorteil hat, schon per se. Das letzte Spiel letzte Woche gegen Luzern hat auch den Eindruck von GC nochmal bestätigt. Sie haben es phasenweise nicht schlecht gemacht. Man sieht auch, wenn sie höher pressen, dann können sie zum Teil Druck ausüben, sind durch die Balleroberung dann schon mal relativ nah beim gegnerischen Goal. Und dann wird GC auch gefährlich. Das hat man auch gegen Luzern ein paar Mal gesehen. Nur machen sie das aus irgendeinem Grund nicht wirklich häufig. Und gerade St. Gallen, wo doch auch, das hat man ganz gut im Eröffnungsspiel gesehen, wo sehr hoch pressen, wo sehr laufstark auch ist, wo schnell die Flügelspielerinnen hat und wo natürlich mit der Adita Iseni eine wahnsinnig torgefährliche Spielerin auch in der Mitte vorne hat. Ja, ich glaube, die Vorteile liegen da relativ klar bei St. Gallen. Ja, werden wir dann sehen, was dort in diesem Match passiert. Ein vierter Match hätte es gegeben, aber es wäre sogar ein Fernsehmatch gewesen, nicht gross beworben, aber die Idee wäre gewesen, dass es ein Fernsehmatch ist. IB gegen den FC Zürich, das ist jetzt verschoben worden wegen Covid, und das bringt mich zum nächsten Thema, und zwar wir haben ja gross gehört, dass Covid bei den Frauen nicht gibt, dass wir vieles besser machen. Jetzt wissen wir, es ist auch im Staff von den Frauenteams angekommen. Basel verliert seinen Staff und IB hat ein Staff mit Leben positiv gesehen, schon höchst im Trainingslager zu sein. Alle in Quarantäne. Ich habe 2 Fragen. Die erste, wenn IB bis am Donnerstagmittag in Quarantäne ist,
wenig Sinn macht es, ein Match ansetzen am Samstag? Und sehr wenig. Und die zweite Frage, wie weit müssen wir auch bei uns in unserer Liga akzeptieren, dass man halt Match verschieben muss? Sagen wir. Also zu der ersten Frage, ich glaube, es macht wirklich sehr wenig Sinn, wenn das Team bis am Donnerstag arbeitet in der Quarantäne ist, das heisst, genau nach der Freitag hat auf den Samstag ein Spiel anzusetzen. Also für mich steht das gar nicht zur Diskussion. Ich bin der Meinung, dass das ziemlich klar ist, dass das keinen Sinn macht. Und ja, wir befinden uns und ich glaube, das sollte man jetzt auch begriffen haben, wenn es um die AXA Women's Super League geht. Wir befinden uns in einer Pandemie und nur weil wir Frauen sind, die Fußball spielen, heisst das noch lange nicht, dass wir von dem nicht betroffen sein können. Und bin auch der Meinung, dass so Fälle wie jetzt in Basel, wo der Staff wegfällt, wie in BIB, wo die ganze Mannschaft in Quarantäne muss, das wird es in der laufenden Saison wieder geben. Das wird das letzte Mal gewesen sein, da bin ich davon überzogen. Und das heisst, von mir aus gesehen gehört das schon von Anfang Saison dazu, dass man sich darauf einstellt, dass der ein oder andere Match muss verschoben werden. Alles andere ist für mich relativ realitätsfremd, würde ich jetzt dem sagen. Genau, ein bisschen realitätsfremd. Ich weiß nicht, wer sich schwierig da hat, den Match zu verschieben. Ist es der Gegner gewesen, der FC Zürich? Ist es das SRF oder der SRF? Man kann einfach sagen, wir sind glücklich, jetzt den Sommer eine Verschiebung geführt, weil alles andere wäre nicht fair, gerade ein Spitzenspiel oder so. Das hat uns auch schon die Covid wieder weggebracht. Wenn wir da nicht länger über das reden, reden wir über etwas, wo ein interessanter ist. Und zwar, unsere Kollegen von Soccerdora haben angefangen, Marktwert zu bestimmen. Das ist immer sehr lustig. Ich werde dann auch dafür mitdiskutieren, wenn es denn um Marktwert von der Schweiz geht. Mal schauen, wie fest sie auf mich hören. Aber ich finde es doch interessant, weil gewisse Schweizerinnen sind ja schon betroffen. Einfach nur kurz als Zusammenfassung. Die Bundesliga. Der Marktwert wird die teuerste Schweizerin, Geraldine Reutlin, mit 45.000 Franken, Euro, 21 erfahren. Die zweitteuerste ist Lara Dickmann mit 30.000. Drittürst Luana Bühler mit 25.000, auch 25.000. Sandrine Moro, dann mit 15.000. Clara Marti, Elvira Herzog und Ciara Busser mit 12.500. Noemi Megro und mit 10.000. Cinzia Zehnder. Und wenn wir noch schnell nach England schauen, die teuerste Schweizerin überhaupt bis jetzt ist Alicia Lehmann. Alicia Lehmann mit 70.000 Euro, die teuerste Schweizerin, zusammen, muss man so sagen, mit der Lia Welt, ja, 70.000 Euro, den 60.000 Euro, wo man der Malin Gut zuschreibt, 45.000 Euro für Noel Maritz und einfach, weil es auch da ist, 15.000 Euro hat man der Ivana Fuso zugeschrieben, die von Basel gekommen ist. Sieh mal, was bedeutet Marktwert bei den Frauen? Also wir wissen, es ist nicht reell, aber was bedeutet es, dass man die jetzt ausrechnen will? Ich glaube, man versucht durch das, der Gleichstellung, sage ich jetzt einmal, nochmal einen Schritt näher zu kommen, dass man ein bisschen etwas Vergleichbares hat, dass man mit einem ähnlichen System wird arbeiten wie im Männerfußball, das schon länger gang und gäbe ist. Ich finde es nicht schlecht, das überhaupt nicht. Ich glaube, es zeigt auch sehr klar auf, was für Beträge, dass man da schwätzt, wenn man von Spielerinnen redet, die bei Arsenal unter Vertrag sind oder in der Bundesliga bei Topvereinen unter Vertrag sind. Also ich glaube, für einen Laien, der sich bis jetzt noch nicht so wahnsinnig auskennt im Frauenfußball, ist das vielleicht nicht so schlecht, dass man ein bisschen die Relationen zueinander sieht. Ja, abgesehen von dem,
frage ich mich, ob jetzt irgendein von diesen Clubs wirklich so viel zahlt für eine Spielerin, wenn die wechselt, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, grundsätzlich finde ich es nicht schlecht. Ist halt einfach immer noch so ja, ein kleines Fragezeichen dahinter. Ein kleines Spass macht es ja schon. Das ist ja so ein Wehrweisen, das wir haben. Oder wer ist wie viel wert? Und, so. Und, das, ja. Und auch, wenn wir schon kein FIFA-Wert haben, so die Spielerinnen, haben wir wenigstens die Marktwert. Aber da kommt nicht darum, mir die Wert dann doch zu beurteilen. Ich meine, gerade eine steht im Salz. Also ja. ein bisschen utopisch jetzt zwischen dir und mir, oder? Ja, ich glaube, es ist noch schwierig, wenn man den Marktwert von einer Lisha Lehmann gleichsetzt wie der von einer Lia Velti. Und wenn man auf der einen Seite eine Spielerin hat, wo der Captain ist von der Nationalmannschaft und wo bei Arsenal gesetzt die Größe ist. Und auf der anderen Seite hat man eine Spielerin, wo zu wenig Spielpraxis hat im Verein, wo sie hat, bei West Ham, wo jetzt müssen ausgelehnt werden. ist es noch ein schwierig. Und auf der anderen Seite hat man Spielerinnen wie eine Geraldine Reuterler, wo so viel weniger wert sind anscheinend. Ich aber der Meinung bin, wo man auch in der Nationalmannschaft sieht, ja, dass die Leistung hinter diesen Spielerinnen oder was sie dann auch wirklich auf den Platz bringen, ganz etwas anderes sind. Und darum habe ich vorhin gesagt, finde es schön und gut, dass man das jetzt machen wird. Ich glaube aber noch, dass man da noch ein bisschen Luft nach oben hat, wie man das dann auch beurteilt. Und ich bleibe da einmal mehr bei meiner Meinung. Ich befürworte Leistung bewerten und zu beurteilen auf dem Platz und was neben dem Platz ist, soll da. Ich meine, tendenziell. Ja, soll da eigentlich nicht einflüssen. Die Leute wissen, dass sie nicht Zuckerdona gehört zu transfermarkt.ch, .de.com oder der grosse Player, der bei den Herren nicht nur Marktwert bestimmt zum Spaß, sondern mittlerweile auch mit dem argumentiert wird in den Verein. Und sie tun ja eigentlich nach dem gleichen Schema wie Marktwert beurteilen. Jetzt, ja, der Marktwert neben dem Platz, der spielt sicherlich auch ein bisschen mit. Oder bei einem Cristiano Ronaldo, bei einem Lionel Messi und so. Aber größtenteils ist es ja auf Erfahrung und Trophäe. Sagt dem auch der Hochwert von der Lara Dickmann mit 35, oder? Aber größtenteils um den Umsatz. Und wie du sagst, die Welt schießt nicht so viel Gold wie Talisha Lehmann, aber also wahrscheinlich fast nicht so wenige. Talisha Lehmann hat 24 Gold schon in ihrer Profikarriere. 24 von Pide und 24 bei West Ham und in der Nazi. Das sind 3 Jahre, oder? Es ist sehr schwierig, zum das ernst zu nehmen, wenn dann so eine Spielerin zum hohen Marktwert kommt, oder? Ja, und ich glaube, das ist, aber du hast gesagt, das ist nice to have, aber ob jetzt das wirklich, ich meine, es ist der erste Anlauf, wie so oft wird im ersten Anlauf noch nicht alles zu 100% richtig sein. ich bin einfach der Meinung, dass man da ein bisschen Diskrepanz hat zu dem, was die Spielerinnen, die jetzt da bewertet sind, was denn die auch wirklich eine Leistung mitbringen. Ich denke, wenn man nüchtern stehst, selbst wenn man die Welt in den Ausklammer als Captain von Arsenal und andere Positionen und so, wenn man Geraldine Reuter nicht gleich alt praktisch, weil sie ja jünger, doppelt so viel Goals schon erzielt in ihrer Karriere, in den Nazi für mein Match, der Nazi schon mehr Goal. Ja. Und doch 25.000 Euro weniger wert. Könnte an der Liga liegen, aber es ist ernüchternd. Aber es ist super, dass das hat. Ich freue mich auch darauf, dass wenn wir nachher die Schweizer Marktwert haben, dass wir das Skandal schauen und wer alles den welchen Marktwert hat. Und das wird dann super Spass machen. Und es gibt sicher die einen, die dann argumentiert mit dem und die anderen, die nicht argumentiert. So allgemein zu dem Marktwertgedanken, ich habe das Gefühl,
junge Spielerinnen und alte Spielerinnen. Es ist halt ein Glockenkorb. Ich habe so Anfangs bis Mitte 20 sollte die Marktwert am höchsten sein. Mitte, Ende 20, weil dann hast du die Erfahrung. Du hast schon ein Zeugnis, wo du kannst sagen, look, ich kann das bieten und du hast noch die Physis, oder? Und alles andere macht echt keinen Sinn, oder? Ja, bin ich der gleichen Meinung. Genau. Bleiben wir gerade bei den Schweizerinnen im Ausland. Die Schweiz hat sollen als Tournoi de France gehen. Das ist ein ganz renommiertes Frauenfußball-Privatsturnier. Also, das ist nur die grossen Spiele. Dank Covid hat die Schweiz dort gespielt. Jetzt sind aber Norwegen und Island, ich wage es behaupten, vielleicht clever auf Thailand verzichtet. Zwei Spiele in Frankreich, gegen Frankreich, Primetime im Fernsehen. Kann man mitverfolgen, einmal sicher auf Französisch, ob man das dann auch auf Deutsch, ob das SRF das übertreibt, wissen wir noch nicht, aber was kann man sich auf diesen zwei Matchen versprechen? Ja, ich glaube, wenn man sich an den letzten Match auf grosser Bühne gegen Frankreich erinnert, sind das auf der einen Seite traurige, aber auch sehr gute Erinnerungen, wo sehr viel möglich war, wo sich die Schweiz extrem gut verkauft hat, gut mitgegeben hat, den wirklich ganz schade und ganz knapp es doch nicht gelangt hat. Aber ich glaube, alles in allem eine von der ansprechendsten Leistungen, die ich von der Schweizer Nazi gesehen habe. Von dem her freue ich mich wahnsinnig fest drauf. Ich glaube, es tut der Schweiz gut, wieder mal gegen so einen Gegner zu spielen. Gerade auch jetzt im Hinblick dann auf Quali, wo man es ja nochmal spannend macht. Ist aber ganz klar, also die Schweiz ist absolut nicht der Favorit, ist absolut der Underdog. Frankreich geht als Hochhaus Favorit in das Spiel. Ich glaube aber, dass sich die Schweiz meistens gegen starke Gegner von der guten Seite zeigt. Es ist ein Testspiel. Kann natürlich auch sein, dass Frankreich ein bisschen etwas ausprobiert, dass die Schweiz ein bisschen etwas ausprobiert, je nachdem. Was man sicher kann erwarten kann, ist ein Spiel mit gutem Fußball. Was wir uns so von der Schweizer Nazi gewöhnt sind, ist, dass wenn sie gegen Teams spielen, die doch technisch etwas auf dem Kasten haben, wo Spiele auch ein bisschen machen können, dass die Schweiz meistens dann besser aussieht, wie dann, wenn sie das Spiel komplett selber machen müssen. Von dem her erwarte ich eigentlich zwei unterhaltsame Spiele. Genau. Es ist eine schwierige Sache philosophisch. Du willst Sachen ausprobieren, aber andererseits musst du ein Paraspiel vorbereiten, weil wir haben keine grosse Illusion, dass Italien gegen Israel verliert. Oder? Das heisst, man muss schon überlegen, okay, was könnte in der Barrage sein? Wie hätte es denn müssen handhaben mit dem Aufbieten? Eher mal etwas Neues, etwas riskieren oder eher Nordic setzen? Ich glaube, wichtig ist, dass die Spielerinnen spielen, die er auch im Kopf hat für ein allfälliges Paraspiel, das sehr wahrscheinlich ist. Weil ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit wäre zum Testen. Weil gerade auch in der Barrage wird es so sein, dass man mindestens einen ebenbürtigen Gegner hat. Und nicht unbedingt in allen Fällen als Favorit für ein Spiel geht. Darum finde ich, dass man jetzt gerade gegen Frankreich testen, macht sehr viel Sinn. Auch als im Ausblick auf eine sehr wahrscheinliche Barrage denn. Das heisst, ich würde sicher mal eins von beiden Spielen für das wirklich nutzen. Dass man sagt, man nimmt das als Test für ein Paraspiel, wo sehr wahrscheinlich kommt und dass man dort mit den Leuten testet, wo man auch in einem Paraspiel spielen lassen, also wenn es wirklich um etwas geht. Und dann bin ich der Meinung, dass man das zweite Spiel immer noch dafür brauchen kann, dass man vielleicht auch etwas ausprobieren kann, dass man anderen Spielerinnen eine Chance gibt, dass man ein bisschen rotieren kann. Ich persönlich würde es so machen. Ich finde, dass die zwei Spiele gegen Frankreich gar nicht so blöd, weil das Team kann uns etwas zeigen, und zwar wie sie auf das Team reagieren können, vom ersten zum zweiten Match. Wenn er gegen Frankreich ungeachtet dessen, was das erste Resultat ist,
wird die Reaktion und eine neue Einstellung im zweiten Match sehen. Und das wird in der Barra das Gleiche müssen sein. Wenn der erste Gegner, egal wie das erste Match läuft, wenn er nicht für dich läuft oder wenn er sehr gut für dich läuft oder es so entschieden ist, musst du reagieren im zweiten Match. Und das können wir so probieren, was wir wahrscheinlich in der Turnierform nicht hätten können. Gehen wir schnell zum Aufgebot, einfach, dass wir es wissen. Serena Friedli, Elvira Herzog und Gael Thalmann sind im Goal, da keine Überraschungen. Thalmann praktisch die Einzige, die gespielt hat. Friedli dazwischen noch 4 Match gemacht. Elvira Herzog hat noch kein Pflichtmatch absolviert die Saison. Dann ist Jose Aikpogun, länger nimmt zum Einsatz Kopi. Paris FC, Ramona Bachmann für Paris Saint-Germain nicht immer gesetzt. Monesna Bernauer auch nicht immer gesetzt. PIS Roma, eigentlich kann ich nicht mehr was kommentieren oder so, aber es schießt aus mir raus. Luana Bühler, eine ganze Stammspielerin bei Hoffenheim. Anna Maria Zmagocic, nächste Zeit verletzt. Also mal schauen, ob sie überhaupt mittun kann gegen Frankreich. Dann Svenja Völmli. Bei Luzern immer im Einsatz Malin gut, in erster Zeit auch nicht gefüllt. Im Einsatz Kopi Arsenal, vorher ein bisschen mehr. Rahel Kivic, noch kein Match durchgespielt, seit ihrer Verletzung mit der Nazi und nur ein Match 45 Minuten als Verteidigerin. Alicia Lehmann bei Everton, zweimal zu kurz Einsatz, wo zweimal Halbzeit dürfen spielen. Für West Ham in letzter Zeit nicht mehr im Kader, sondern die Mandel, grossartige Fußballerin, sehr routiniert. Noel Maritz, zwei kurze Sätze, zwei Teile Sätze der letzten 10 Match. Vorher verletzt gesehen, Nomi Megro, nicht immer zum Einsatz Kopi, sogar Brüstteil von der Vorrunde nicht bei HSC Freiburg. Irina Pando, haben wir schon darüber geredet, mehr als gesetzt bei Luzern. Geraldine Reutler, mehr als gesetzt bei Frankfurt. Rachel Rinaszeit, Anfang Oktober oder Ende September kein Pflichtspiel gemacht, außer der Match gegen Belgien. Der Schweizer Nazi, auch nicht wirklich aktiv im Trainingsvertrieb, glaube ich, die Bundesliga wird nicht wieder aufgenommen im Moment. Kumbasso, auch die, als sie schon länger nicht mehr wirklich viel zum Einsatz kommt, bei EFC. Julia Stierli, regelmäßig zum Einsatz kommt, als linke Außenverteidigerin beim FC Zürich, als Innenverteidigerin nur ein Match gespielt und ich glaube, so wird sie in der Nazi eingesetzt. Camille Surdé, Teilzeit verletzt, immer beim FC Basel, aber doch auch schon 8 Goal. Clea Welty kommt jeden Match zum Einsatz, auch wenn Arsenal jetzt in der Pechsträhnen ist, eben verliebt. Und Triola Cemaili, sehr viel Einsatz bei Basel, jeden einzelnen Match gemacht, 5 Goal geschossen, 4 Assists, in letzter Zeit als Innenverteidigerin gespielt. Das ist super geworden. Entschuldigung, dass da ein bisschen zu viele Informationen für diese Spielerinnen ausgerutscht sind. Aber was sticht einem da auf, wenn du das super geworden hörst? Inklusive oder exklusive von meinen Kommentaren? Also erstens mal, wenn man es jetzt exklusiv von den Kommentaren nimmt, hat es nicht wahnsinnig viele Überraschungen. Also es ist zu erwarten gewesen, es sind die üblichen Verdächtigen, die da mitkommen. Wenn man es inklusive den Kommentar von dir anschaut, dann sticht eins ins Auge, und zwar, dass praktisch alle Spielerinnen von den Nazi, die im Ausland tätig sind, keine gesetzte Spielerinnen mehr sind oder nie gewesen sind, je nachdem, aber der allergrößte Teil, sage ich jetzt mal, bis auf die Via Velti und bis auf Geraldine Reuteler, die im Ausland tätig ist, gehört nicht zu der Stammelf, sind Ergänzungsspielerinnen, und das ist etwas, was mir zumindest persönlich wird zu denken geben. Ja. Weil du natürlich im Moment aufgrund von der aktuellen Situation allgemein ein eine spezielle Situation hast. Aber du spielst halt mit einer Mannschaft, die zwar sich kennt untereinander, weil die meisten jetzt doch schon in den letzten Jahren immer wieder miteinander geshootet haben, aber du hast Einzelspielerinnen, die grundsätzlich nicht so einen höheren Rhythmus haben, die nicht so viel Spielpraxis haben im Moment, wo vielleicht auch nicht ganz so ein höchstes Selbstvertrauen durch das mitbringen in die Nazi. Und grundsätzlich, gerade wenn du gegen starke Teams spielst, dann müsstest du meiner Meinung nach Leute auf dem Platz haben, die all das mitbringen. Und
Ja. Ja, das ist halt gell, ein bisschen die Realität. Zu früh, zu spät in so einem Land kannst du nie einfach so sagen. Aber es ist halt so, ich sage jetzt, man mal in gut, hat das Zeit, wie lange ist SFL gespielt. Ihre erste Saison in England ist 20, ist okay. Bei anderen muss man sagen, ja, die sind mit sehr viel Anlauf aus der Schweiz raus und dann jetzt vielleicht ein bisschen weniger, wenn die das sagen, nachher, oder? Und das gibt es denken, das gibt es denken, sei es karrieretechnisch, wenn du schaust, aber auch für uns, würde ich sagen, gell, als Kommentatoren, weil mit Teileinsatz bist du nicht ready für die wenigen Ernstkämpfe, die die Nazi braucht. Und ja, das mag vielleicht dann gegen schwächere Gegner eben besser zu vertuschen sein als gegen stärkere Gegner, oder? Ja, definitiv, ja. Genau. Wir können einfach hoffen, dass der Match gut läuft gegen Frankreich und dass wir dann hoffentlich vielleicht gell, in der Barrage, wenn wir nicht München, ich meine, Israel könnte da unseren Riesengefallen machen und uns da retten von einer Barrage, aber dann, wenn ein Barrage anfallen würde, ein Gegner möglichst, ein machbarer Gegner könnte ziehen, oder? Absolut. Ja, ich glaube, wenn es auf den Barrage zugeht, dann hoffen wir zwar ganz inständig darauf, dass es ein Gegner wird sein, wo du sagst, wo machbar ist. Und dass wir die Chance bewahren, dass wir an der nächsten Endrunde dabei sein können. Ja, und wieder, der Leon und ich sind wahrscheinlich die grössten Fans von der Schweizer Nazi. Wir schauen jeden Match, den wir können, und weg, schauen wir zweimal und dann analysieren. Es ist wirklich nichts Böses oder Missgunst oder so etwas. Es ist halt einfach etwas, was man bei uns im Frauenfußball der Schweiz vielleicht nicht so viel machen muss. Das ist ein Problem ansprechen, oder? Ja, ich glaube, das ist das, wo uns auch wichtig ist und wo wir vielleicht auch durch das manchmal ein bisschen missverstanden werden, weil das nicht ganz so oft oder nicht so transparent diskutiert wird. Dass unsere Schweizer Nazi Erfolg hat, liegt uns beiden sehr fest am Herzen und das ist ein großer Wunsch von uns. Und darum hoffen wir auch inständig, dass einerseits gar nicht in die Barrage geht und andererseits, wenn es in die Barrage geht, dass es dann auch wirklich funktioniert. Ich glaube einfach, dass wir genug realistisch sind und auch genug offen und ehrlich, dass man das ansprechen, was wir von außen wahrnehmen, was nicht funktioniert. Und nur weil gewisse Sachen im Moment nicht so funktionieren, wie das optimal wäre, heißt das noch lange nicht, dass wir kein Fan sind von der Schweizer Nazi. Nein, absolut nicht. Genau, das ist Nazi vorerst gesehen. In 2 Wochen haben wir dann ein bisschen mehr zum drüber reden. Da hat die Schweiz zweimal gegen Frankreich gespielt. Tipp an euch, wenn ihr den Match live seht. Satu-App hat extrem viele französische Sender. Einer von denen wird den Match schon zeigen. Oft laufen Frauenfußball-Matches bei diesen kleineren französischen Sendern, die wir gar nicht empfangen in der Schweiz. Aber auf Satu kann man dann die schauen. Also das platziert, es gibt noch 2 Themen im Schweizer Frauenfußball, die ich gerne ansprechen möchte. Ich hätte gerne jetzt unseren Special Guest da dazu genommen, aber der hat sich leider müssen krank melden, darum machen wir das einfach untereinander, das können wir ja gleich gut. Das erste GC wird in einem SRF-Beitrag angeprangert, weil sie Spinnerinnen angegangen sind, weil sie angeblich können. Ein bisschen Geld zu zahlen, 500 pro Monat oder 1000 an gewisse Spielerinnen, um sie zum Wechseln dazu bewegen. Der FC St. Gallen und der FC Zürich beschweren sich vor der Kamera. Ein bisschen lustiger, weil wir wissen, der FC Zürich hat ähnlich, vielleicht nicht ganz so viel Geld vorher mehrfach betrieben. Und ich sage, es ist empörend, St. Gallen macht nicht falsch. St. Gallen, GC macht doch nicht falsch und sollen sie den Leuten Geld anbieten, oder? Ja, ich glaube, dass der Wechsel sollte stattfinden, da bin ich der Meinung, dass das sinnvoll ist, dass wir da einen Schritt weiterkommen und dass es Vereine gibt, wo können Profiverträge anbieten, wo können einen Lohn zahlen,
der Spielerin, der Spielerinnen als Entlöhnung für das, was sie leistet. Ja, da bin ich zu 100% davon überzeugt, dass das der richtige Ansatz ist. Ja, ich glaube, das ist das, wo wir uns jetzt als sage ich jetzt mal, wo sich die Liga muss darauf vorbereiten oder vielleicht allgemein der Frauenfußball muss darauf vorbereiten, dass der Wechsel, den man ja schon so lange will, dass wenn der natürlich kommt, dass mit dem Wechsel natürlich auch sich grundlegende Strukturen werden verändern. Es wird natürlich eine höhere Fluktuation geben, bin ich der Meinung. Es wird nicht mehr, sage ich jetzt mal ganz so diplomatisch vielleicht auch gehandelt von den einzelnen Vereinen, weil man andere Möglichkeiten hat. Und im Fall von GC hat man die Möglichkeiten jetzt anscheinend und will aus denen so schnell wie möglich Profit schlagen, was auch verständlich ist. Und ja, ich meine, es ist so, man hat in den letzten Jahren das nie gemacht, dass man während einer laufenden Saison so ist abwerben. Natürlich, ich meine, drei Tage vor Spielbeginn, ja, wieso, dass man das nicht einen Monat vorher machen kann, ist die andere Frage. Weil er noch niemand gesehen ist. Genau, aber ich glaube, schlussendlich hast du ja noch Spielerinnen, die ja noch dazwischen stehen, die sich ja dann noch entscheiden müssen. Und ich glaube, es war jetzt einfach mal auch ein Warnschuss für die anderen Vereine rundherum, dass man muss schauen muss, dass man diese Strukturen kann schaffen kann. Und ja, ich weiss, es ist nicht ganz so einfach, dass man auch so einen Geldgeber findet, der das einfach so ein bisschen aus dem Ärmel schüttelt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jetzt die Liga per se merkt, dass es jetzt muss einen Schritt vorwärts gehen, und zwar bei allen. Sonst haben wir am Ende, laufen wir dann da sonst in eine sehr große Disbalance rein wieder, weil wenn wir nur ein, zwei Vereine haben, die das können bieten und alle Spielerinnen an sich ziehen und ein Monopol aufbauen, dann ist das wiederum kontraproduktiv für die Förderung vom Frauenfußball. Genau. Und da wird ich zwei Sachen unterstreichen. Erstens, das ist nicht alles Gold, was glänzt. GC hat einen grossen Plan, den haben sie auch im Sommer gehabt, der ist nicht zustande gekommen. Jetzt scheint es so, als hätten sie zwei, drei Sachen können kitten, die sie dort im Sommer eben nicht haben können. Das heisst, ein bisschen Geld ist um, der Heinz Spross scheint gleich Lust und Überzeugung zu haben, in Frauenfußball zu investieren. Beweggründe können viele sein, unter anderem sicher aber auch, dass der Verein von den Herren übernommen worden ist, von einem chinesischen Unternehmen. Und dementsprechend dort der Schweizer Sponsor nicht ganz so viel zu sagen hat. Und da kann man die Energie und das Geld auch bei der Frau investieren, unterstreichen. Aber GC wird nicht von heute auf morgen das beste Team auf der Welt. Und das Geld, das sie anbieten können, das wird auch überschaubar sein, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist noch nicht alles ein Steigmeister bei GC, also dort noch ein bisschen Vorsicht geben, wie gesagt, also der Sportchef erst seit drei Wochen oder vier im Amt, braucht Anlaufzeit, das Ganze braucht Anlaufzeit. Was ich aber wichtig finde, ist das, was du sagst, Fluktuation muss man doch machen. Ich meine, Lugano hat gerade fünf neue Spielerinnen angestellt, wenn wir das Ganze nehmen, die Saison haben es acht Profispielerinnen angestellt. Neun eigentlich, aber die haben es wieder weggeschickt. Also nein, es war zehn. Also 18, 19 Nomen. Lugano hat auch Schweizerinnen angestellt mit dem Geld, oder? Hat jetzt schon genug, dass es geht. Aber wenn keine Wette wechseln, du kannst im Moment so nie jemanden dazu bewegen, ein bisschen zu wechseln in dieser Liga. Niemand hat den Mut. Und das muss sich bei den Spielerinnen ändern, oder? Ja, ich glaube, das ist einfach auch etwas, wo man im Hinblick darauf, wenn man will, mehr in die Professionalisierung hineingehen, wo viel mehr wird kommen, auch in Zukunft. Und ich glaube, das ist so ein grundlegender Wechsel in den Strukturen, die sich so ergeben haben über die letzten Jahre innerhalb von der Liga. Und wie es halt immer so schön ist, wenn sich Strukturen ändern, dann gibt es am Anfang immer ein Aufschrei, nein, wir wollen bei den Strukturen bleiben. Es braucht ein bisschen ein Zeitchen, bis Strukturen sich wirklich ändern, aber ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass man einen Schritt vorwärts kommt, wenn man dann den Schritt vorwärts will machen. Und dann wird es auch in Zukunft so Sachen geben, dass du Spielerinnen wirst auslernen für ein halbes Jahr
für eine halbe Saison, dass sie dort keine Spielpraxis sammeln und so weiter. Die ganzen Abläufe, wo sage ich jetzt mal, im Profifußball schon gang und gäbe sind, werden dann auch Einzug halten. Aber das wird natürlich eine Umstellung sein für den Verein und für die Spielerinnen. Und da muss man sich sehr stark gewöhnen. Genau, und dafür etwas Dummes sagen. Du kannst dann beurteilen, ob es dumm ist. Ich sage, wechselt. Hört ganz ehrlich. Wenn ihr nicht gerade bei Servette sind oder nicht gerade bei IB Champions League suchen oder irgendwie so. Könnt, warum nicht? Macht! Ich meine, schaut das an. Sandy Mandli, Gael Talman, andere Spielerinnen, die wir schon hatten. Schaut sich das Sandy Mandli ihre Karriere an. Oder Alisa Lagonia ihre. Das sind Journey Women gewesen. Die sind im Geld machen, dort, wo nicht negativ, wie man es zum Beispiel bei den Herren macht und auf China und auf Arabien. Nein, die gehen dem Geld machen, dort, wo sie können Profi sein. Und Mandli ist dann halt zu Verona. Da steht das Geld ausgegangen, da ist sie zu Dingen, zu Neunkirch und dann auf Spanien. Und so weiter und jetzt begann. Das ist im Fall voll okay. Look, am Ende des Tages ist es euer Traum, Profi zu sein. Wenn ihr wollt, Profi sein. Und wenn ihr wollt, den Schritt dorthin machen und bereit sind zu opfern, dass ihr daheim seid und so weiter und so fort, dann sucht euch den Weg zum Profi sein. Sandy Mandli hat es vorgemacht, Gael Talman hat es vorgemacht. Andere Spielerinnen vorhin, Luja Androjova, wo wir von Basel könnten und von Köln, genau das Gleiche. Oder das sind alle Spielerinnen, die sind dort, wo man keine Profi sein konnte, und dann haben sie es halt in Kauf genommen. Und ich sage einem jungen Mädchen in der Schweiz, wenn du das Gefühl hast, look, ich habe jetzt gesehen, was ich gesehen habe im Verein, viel weiter kommen wir nicht und holen wir auch nicht. Aber ich kann ein halbes Jahr, ein Jahr lang Profi sein oder Halbprofi und 500, 600, 700 Franken, das macht mir einen Unterschied, ob ich das verdiene oder nicht. Gehen zu GC, gehen zu Servette, gehen zu Basel, gehen zu den Vereinen, wo ich Geld geben will, ganz ehrlich. Also, da habe ich gar keine, aber wirklich gar keine Hemmungen zum Sagen wechseln, weil jeder muss für sich schauen. Und wenn du sagst, ich kann besser werden, wenn ich Teilprofi bin, und ich probiere es jetzt lieber, den Schweizer Hotelprofi und den ganzen Profi im Ausland, dann musst du die Weg gehen, dann musst du halt, ja, dann bin ich halt ein bisschen weiter weg von daheim. Aber gang einfach, oder? Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den du jetzt gerade aufgeführt hast. Ich glaube, wenn das dein Ziel ist, wenn du willst Profi werden, wenn du willst besser werden, wenn du persönlich die Ansprüche hast, und darum habe ich auch gesagt, oder? Ich meine, es hat jetzt zwar Krisen zwischen zwei Vereinen, weil sich die nicht einig sind, ob jetzt das der richtige Weg ist oder nicht, aber schlussendlich geht es um eine Spielerin und die Entscheidungsgewalt liegt dann am Schluss bei dieser Spielerin. Wenn sich die Spielerin für das entscheidet, dass das ein Weg ist, wo sie will gehen, wie du jetzt gerade gesagt hast, dann bin ich auch der Meinung, dann sollte dieser Spielerin nicht im Weg stehen. Es wird sicher auch Spielerinnen geben, die sagen, nein, das ist nicht für mich, auch das wird okay sein, aber ich glaube, dass es sollte verbreiteter sein, dass die Spielerinnen, die das wollen, dass das auch okay ist, dass man das macht. Und ich glaube, das ist so ein von diesen Wechseln, wo sollte passieren in den Strukturen, dass das normaler wird, sage ich jetzt mal dem, normaler, ja, für einen Schlussstrich, aber dass es einfach, ja, dass man den Spielerinnen nicht so viele Barrieren auferlegt, im Sinne von, das macht man nicht und das gehört sich nicht und nein, du musst jetzt da bleiben, weil der Verein hat dir ja so viel gegeben. Ich glaube, wenn das ist etwas, was ja, wo sich muss ändern. Ja, und ich meine, look, zwei Sachen. Erstens, wir haben ja gelernt, viel zu viele Spielerinnen gehen ins Ausland vor ihrer Zeit. Ich meine, wir reden jetzt wieder davon, dass in der Schweiz drei auf dem Absprung sind oder vier. Oder wir wissen, Viola Cemaili, dort versuchen die Degenbrüder wie Blödsinn zu verkaufen. Wir haben Svenja Völmi, die angeblich auch schon auf dem Absprung ist, und Irina Pando. Und von diesen drei sage ich, fort Irina so weit zum Gehen. Die anderen zwei sollten bleiben, ganz dringend bleiben. Nur eine Saison sich etablieren, oder? Aber ich verstehe die Spielerinnen, die dann vielleicht in der KV-Lehre vorbei ist, oder
oder die Sportkante und so, und die Eltern haben nicht gerade für ihr Geld, oder? Und das heisst ja, wie machen wir das? Und das sind genau so Lösungen gut, oder? Wenn so ein Lugano, ein Servette, das geht sie mit Geld, das sind die Lösungen, die man da ernst nehmen muss. Ich meine, früher haben sie es auslassen müssen und jetzt sollten wir ja froh sein, wenn sie es in der Schweiz auch machen könnten. Ein Stück weit. Das ist das Erste. Und das Andere, dann ist mir dann im Off vor euch miteinander geredet. Du und ich haben jetzt aufgestockt. Neue Jobs sind wichtiger geworden in unserem Unternehmen. Arbeitet aber auch mehr. Und das merkt man schon, dass es einen Unterschied macht. Und das wissen wir. Und wenn eine junge Frau sagt, weißt du was, ich mal gesehen, wie sie nur 40% arbeiten oder 60%, dann soll denen das doch gönnen sein, oder? Absolut. Absolut. Nein, das sehe ich genau gleich. Es ist ja genau das. Dort sollte man ja gehen. Wir sollten zumindest dort hin, dass in der Schweiz in der AXA Women Super League so ist, dass alle nur noch Teilzeit arbeiten müssen und mehr können aufs Fußball, auf Regeneration, auf all diese Sachen verwenden. Und das geht nur, wenn du nicht 100% arbeiten musst. Genau. Von dem her sollte das angestrebte Ziel sein, absolut. Ja, und vom Investierenden geht es, gehen wir zum letzten Thema. Breaking News, kurz vor dem Start der Sendung. Der FC Luzern hat einen neuen, also der FC Luzern in der Schweiz AG, es ist immer schwierig wählen von den drei FC Luzern, meinst du, der von der Raiffeisen Super League hat einen neuen Präsidenten. Und das sagt in seiner grossen Ansprache, der erste, unser Weg führt über den Frauenfußball. Und ich habe zufällig dann gerade Pause gehabt, die Ansprache gehört. Ich habe zündet von Harley Frank gefragt, was bedeutet das? Und wir wissen, abseits exklusiv, glaubst du, zwei Sachen. Erstens, weder dein Verein, der FC Luzern Frauen, der original FC Luzern Frauen, noch der FC Luzern Spitzenfußballfrauen, das ehemalige SC Kriens, sind bis jetzt offiziell kontaktiert worden im Ganzen. Und wir wissen, der FC Luzern hat noch nicht auf meine Anfrage reagiert. Erstens, was bedeutet so ein Commitment vor laufender Kamera für dich als Spielerin vom FC Luzern? Wenn ich ehrlich bin, noch gar nicht, hä? nicht wahnsinnig viel. ja, schon viele Commitments in dieser Branche gesehen vor laufender Kamera. Eine vom SCV-Präsident, dass man im Frauenfußball nicht wird im Weg stehen, dass man das wird gleichberechtigen. Und dann darf der FC Luzern im Auftaktspiel keinen Eintritt verlangen für Zuschauer. Also, ich meine, wir haben das schon oft erlebt, dass etwas gesagt worden ist, auch wenn es vor laufender Kamera war. Und dass man dann schlussendlich ein paar Wochen oder Monate später absolut das Konträre dann effektiv im Handeln gesehen haben. Darum finde ich nur schon mal einen wahnsinnig grossen Schritt vorwärts, dass sich die Innerschweiz AG da vom FC Luzern, dass sie sich überhaupt schon mal die Gedanken machen, weil das ist schon mal zur Debatte gestanden. Die Innerschweiz AG ist dort mal angefragt worden vom Spitzenfußball. Das ist dort mal zu dieser Zeit abgelehnt worden. Dem hat man eigentlich nichts wissen. Von dem her ist es ja schon mal positiv, dass sie sich überhaupt Gedanken machen über den Frauenfußball. Was dann effektiv daraus heraus schaut, wie das effektiv wird sein, wie fest, dass sie denn da wirklich den Frauenfußball integrieren, ist dann immer noch die andere Frage. Wir wissen, wir in 30 Tagen hat es geheißen, wenn dann das Vorhaben zu Papier geführt wird und ein Strategieplan ausgeschrieben wird. Wenn du dir jetzt müsstest raten, also hast du das Gefühl, findet die Annäherung zum Spitzenfußball oder zu euch statt? Weil ihr seid ja eigentlich näher an der Struktur von FC Luzern, oder? Ja, aber ich glaube, bin eigentlich fest davon überzeugt, dass sie dort über den Spitzenfußball gehen würden. Ich glaube, wenn man sich jetzt mit der Frauenabteilung anhängen, die nicht selber aufbauen, sondern sie extern nehmen und anhängen, dann bin ich der Meinung, dass sie wahrscheinlich so erfolgreich wie möglich wollen können sein. Und wenn du natürlich die Auswahl hast von einem Verein, wo die erste Mannschaft in der höchsten Liga spielt und du hast einen Verein, wo die höchste Liga, die erste Mannschaft in der zweithöchsten Liga spielt,
gar nicht mal schwer davon aus, dass sie sich dort für den Verein würden entscheiden, der in der höchsten Liga spielt. Ich bin aber nicht ganz sicher aus zwei Gründen. Erstens, ich glaube nicht, dass der FC Luzern das einfach aus Liebe zu Frauen macht. Ich glaube, es hat viel auch mit den A von Perdue beitragen, wo man will, wo steht es, dass man muss Junior- und Frauenfußball fördern. Und ich frage mich aber, erstens, ist der Spitzenfußball nicht ein bisschen teuer? Vor allem mit einer Achse, die immer super liegt, sind die nicht vielleicht ein bisschen günstig. Und zweitens, ihr habt viel die bessere Unterbaustruktur für die Ausbildung von Junioren. Und ich glaube, das ist bei ihnen auch ein relevanter Faktor. Gerade wenn man hört, wie der neue Vizepräsident sagt, er will, dass Leute Geld bringen und die Naturalien können dann davon profitieren. Das heisst, jedes Mitglied, jeder Vater, jede Mutter bekommt dann einen Wurst ins Stadion, anstatt dass sie irgendwie etwas in Gegenwert bekommt. Und dann haben die natürlich schon ein bisschen gute Argumente dafür, oder? Ja gut, die Argumente, die du jetzt gebracht hast, ja natürlich, die kann man nicht aussen fallen. Das stimmt. Habe ich mir von dieser Seite noch gar nicht überlegt, zum ehrlich zu sein. Aber ja, natürlich, also günstiger wäre mal bedeutend, das ist so. Wir haben eine tiefer gehende Juniorinnenstruktur, natürlich wie der Spitzensport, wo es auf dem Papier eigentlich nur bis U17 geht und U15 so eine Mischform ist. Ja, also von dem her, die Argumente haben wir sicher. Ja, bin gespannt, auf welche Argumente sich dann der FC Luzern in der Schweiz AG wird stützen am Schluss. Ja, und was natürlich auch nicht zu ignorieren wäre, wäre eine Fusion. Eine Fusion und die Name mit AG. Das könnte sein, weil ich weiss, wir schaffen da zu schauen, ob zweite Mannschaften in der ACB dürfen, oder? Wenn sie sich U21 nennen und so weiter, oder U23, das könnte das Thema sein. Es könnte das Thema sein, dass sich das Team einfach absteigt mit der Erstliga. Der macht sich keine Sorgen, der Hugo wird ja eh mitnehmen in der Nazi A. Das heißt, kannst du nach der Nazi A spielen. Aber das wäre halt schon ein Thema, wo wahrscheinlich auch der ganzen Region gut tut, auch wenn es jetzt gerade Jungspielerinnen von der Nazi B ein bisschen schaden würde. Ich glaube, es gibt sehr vernünftige Gründe, um über eine Fusion nachzudenken. Ich glaube, die Gründe hat es schon immer gegeben. Ist bis jetzt oder ist zu dieser Zeit, wo es vor allem im Raum gestanden ist, auch einfach finanziell nicht möglich gewesen, dass die Fusion stattfindet. Ich glaube, grundsätzlich macht es Sinn, längerfristig in Zukunft denkt, wenn man einen starken Verein hat mit einer ganz guten Struktur von zu unterstunden bis rauf, ganz rauf. Ja, natürlich, also ich glaube, strategisch gesehen ist das viel sinnvoller, wie zwei komplette Vereine zu haben, die koexistieren. Das ist so. Genau. Und wir werden schauen, was passiert. Könnte ja sein, dass der Präsident das einfach so rausgesagt hat. Wir wissen ja, der Mehrheitsaktionär vom FC Luzern wird im Fußball ist. Das kann auch sein. Ja, ich meinte, das wär's gesehen, Alia. Danke für deine Zeit. Ich glaube, mit dem müssen wir nicht ansprechen. Wir sehen uns dann nach diesem Nazi-Match spätestens wieder digital. Ich hoffe aber vorher, darf ich dich nur zum Nacht einladen oder zum einen Kaffee wenigstens, wenn die beiden dann wieder aufmachen. Wäre natürlich für uns beide sicher besser. Definitiv. Das war's. Danke nochmal für deine Zeit und mach's gut. Und ich hoffe, dass das Zoom-Training geht dir nicht auf den Sack. Ja, mal schauen, das hoffe ich auch. Einfach, merci vielmals. Danke dir. Bis zusammen.